Okay. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ich begrüße euch alle zu einem weiteren Vortrag vom Modul Emerging Fields in Architecture. Heute freue ich mich, wir haben heute einen alten Bekannten, Freund, sehr guten Architekten hier neben mir sitzen, Alexander Hagner vom Büro Gaupenraub. Er ist zurzeit Stiftungsprofessor für Soziales Bauen an der Architekturfakultät der FH Kärnten. Und das Büro Gaupenraub hat, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, außergewöhnliche Architekturprojekte. Ich schätze Alexander Hagner und Ulrike Schartner, seine Partnerin, sehr für ihre Architektur. Nicht nur in der Ausführung, sondern auch im Verständnis des Architekten in der Architektur. Und Alexander Hagner war schon öfter bei uns zu Gast. Danke, dass du nochmal bei uns zu Gast bist, heute mit einem neuen Thema. Und ich gebe das Mikrofon bzw. die Kamera weiter an Alexander Hagner. Dankeschön. Guten Morgen auch von mir. Ich bin ein bisschen kleiner als die Sandra. Passt. Sandra, wie komme ich zu meinem Vortrag? Also für die, die sich erst zugeschaltet haben, wir sitzen hier zu 1, 2, 3, 4, 5. Ein bisschen ist also wieder Hybrid, ein bisschen Menschen. Das ist gut, weil für mich ist es noch immer schwer, trotz 2 Jahre jetzt in dieses schwarze Ding zu reden. Nicht zu sehen, wie ihr im Auditorium reagiert. Soziale Architektur heißt natürlich auch, dass es viel um Interagieren mit Menschen geht. Und wenn die Menschen dann im Vortrag nicht vorhanden sind, das ist wahrscheinlich euers auch nicht, aber meins schon gar nicht. Hey! Wim! Okay. So can you please come here, Rat? Geht schon? Ja, ich glaube, ihr seht ja alle die Präsentation. Okay, sehr gut. Bitte, Alexander. Ja. Dann bedanke ich mich für die Einladung. Jetzt muss ich mal schauen, wo die, genau, das ist wahrscheinlich die, oder ich nehme die. Ja, ein bisschen was, die mich vielleicht kennen, kommt euch bekannt vor, aber je weiter wir zum Schluss kommen, je mehr wage ich mich aufs Glatteis, Dinge, über die ich noch nicht so gesprochen habe. Grundsätzlich zu unserem Büro mit Ulrike Schartner gegründet 1999, also vor 22 Jahren, ein kleines Büro. Und wir machen alles, so ziemlich alle Bauaufgaben, die so ein kleines Büro halt bekommt. Das Einzige, was wir nicht machen, sind Architekturwettbewerbe, schon gar keine offene, weil das ist für uns ein System, das Win, Lose, 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 Lose und so weiter unendlich fortführbar. Im Sinne von einer gewinnt, eine baut es vielleicht nicht mal und der Rest verschwindet in Mistkübel. Wir haben gesagt, wir haben auch was zu verschenken, aber eigentlich am liebsten für Menschen, die jetzt mit Architektinnen oder Architektur nicht viel Kontakt haben, um nicht zu sagen entkoppelt sind von dieser. Könnten wir uns natürlich nicht leisten, uns zu engagieren, oft ehrenamtlich, oft eigeninitiativ, in Projekten für sogenannte gesellschaftliche Randgruppen. Ich mag jetzt nicht über die ganzen Termini und über das Wording reden, aber ja, wäre ein eigenes Thema. Also wir machen viel Projekte ungefragt und Eigeninitiativ für Menschen, die, von denen wir glauben, dass sie unsere Arbeit schätzen und brauchen. Es geht jetzt in diesem soziale Architektur, ist ein blöder Begriff, es geht uns in Wirklichkeit um Soziabilität, ein Begriff, der kommt von, oder ich habe ihn das erste Mal gehört, von Martina Feneder, sie ist Professorin in Wuppertal für Design eigentlich. Soziabilität, im Englischen ist es vielleicht leichter verständlich, es geht um die Ability, social zu sein, also die Fähigkeit, das zu sein, was wir alle sind, von Natur aus, von Geburt an. Nämlich Menschen sind soziale Wesen. Wir können nicht alleine ohne den anderen die andere. Und unsere Fragestellung im Laufe der Jahre ist, haben wir als Architektinnen Werkzeuge, die das Miteinander von Menschen
in Räumen, ob das der Außenraum oder der Innenraum ist, befördert, verbessert, provoziert oder andersrum vielleicht auch eher verunmöglicht. Können wir bessere oder schlechtere Räume entwerfen, gestalten für das Miteinander von Menschen? Gemeint ist natürlich vor allem von unterschiedlichen Menschen, weil in unseren Freundesblasen, da kommen wir eh klar mit der anderen. Wir mögen die ja, das sind unsere Freunde, aber wie schaut es aus mit Menschen, die wir gar nicht kennen, die vielleicht auch anders ausschauen, die ein ganz anderes Leben haben als wir? Also um dieses Miteinander geht es uns. Okay. Ich denke, unsere Arbeit ist deswegen aktueller denn je, weil durch die ganzen Krisen, die wir in den letzten Jahren hatten, die Immobilie eigentlich als etwas sich herausgestellt hat, was sehr stetig nach oben entwickelt, wenn wir über Investments reden. Und mir hat diese Situation in der Wilhelmstraße in Meidling sehr gut gefallen, weil da oben steht klein, wir haben was für Sie. Und da unten sieht man, da liegt jemand hinter dem Plakat und hat es als Wohnplatz ausgesucht. Also ich gehe mal davon aus, dass dieser Entwickler für den da unten oder die nichts hat. Und diese Situation verschlimmert sich, je mehr das Bauen und vor allem das Wohnraumbauen ein Businessmodell ist, nicht mehr. Also wirklich diese Idee, ich baue nicht 300 Wohnungen als Unternehmer oder als Bauherrin, weil ich gern hätte, dass 300 Menschen oder gar mehr ein schönes Zuhause haben, sondern ich baue die, weil ich damit Kohle verdiene. Mich interessiert es oft gar nicht, oftmals nicht, ob ich sie nachher überhaupt vermiete, weil wenn ich es gebaut habe, brauche ich eigentlich nur ein paar Jahre zu warten und weiß, ich verkaufe es mit einem hohen Gewinn. Und das ist eine Entwicklung, wo ich sagen muss, der müssen wir was entgegensetzen. Auch wir, die jetzt sozusagen Dienstleisterinnen sind, eigentlich, ja, wer zahlt, schafft an, wir kennen das. Wir haben halt auch nur unsere Bauherren, müssen machen, was die uns anschaffen. Ich denke mal, nein, weil wir sind die Letztverantwortlichen, die hier noch den Überblick haben sollten über das Bauen. Und da gehört natürlich auch diese Fehlentwicklung dazu, dass ich als Planer naiv dargestellt werde, wenn ich sage, ihr baut doch das, damit Menschen ein schönes Zuhause haben. Ich will da nicht naiv sein, ich bin es auch nicht, das tut mir leid. Die Menschen, die so ticken, sind am Holzweg, nicht wir. Also wir müssen da doch nochmal über das Thema Recht auf Wohnen sprechen. Eigentlich ein Menschenrecht ist natürlich nicht exekutierbar oder wird nicht. Ich sage natürlich, also vielleicht kann es da auch einen Wandel geben. Okay, ich bin viel zu langsam, merke ich gerade. Wir haben uns überlegt, ich habe mir persönlich überlegt, von Süddeutschland, einer Kleinstadt nach Wien kommend, erstmals hier mit Obdachlosigkeit hautnah konfrontiert. Menschen in 10 Meter Entfernung, in einem Kilometer Entfernung, aber in meiner Nachbarschaft leben so. Und ich selber kann im Jänner bei minus 15 Grad am Abend in meine Wohnung gehen und andere müssen schauen, wie sie draußen diese Situation überleben. Das hat mich persönlich betroffen gemacht und ich habe mir gedacht als Student damals, wenn ich mal ein großer Architekt bin, dann habe ich die Fähigkeit zumindest, Häuser zu planen und die Umsetzung in die Wege zu leiten. Also dann bin ich konkret gefragt und da kann ich doch dann was machen. Das ist in Vergessenheit geraten im Laufe der Jahre, aber es ist dann wieder aufgetaucht. Die Katastrophe ist, dass es nämlich Menschen gibt, die etwas designen, entwerfen gegen. Also ich habe mir überlegt, wie könnte ich dann etwas tun mit meinen Fähigkeiten, damit die Situation für jene nicht so schlimm ist. Und es gibt jetzt aber andere, siehe auf der Sitzbank diese Bügel, die sich mit ihrem Designwillen, wenn man so will, darum kümmern, wie kann man etwas zur Vertreibung dieser Menschen. Ist eh klar, das Problem wird nicht damit behoben, im Gegenteil, es wird verschlimmert. Und das Foto ist für mich so, das habe ich in Los Angeles aufgenommen, ist es wirklich schlimmer, wenn schwerer auszuhalten, wenn man so will, wenn der Mann, wenn er schon keinen Platz hat, wo er sich sonst hinlegen kann, kein Zuhause, wenn er auf der Bank liegen würde. Ich finde, ich halte das schlecht aus, dass die Bank da steht
und der Mann da neben der Bordsteinkante. Also für mich ist das die Vollkatastrophe, aber es gibt tatsächlich Bemühungen in der Stadt, die das Gegenteil machen, nämlich nicht das Problem irgendwie an der Wurzel anzugreifen oder auch in späterem Stadium abzuholen, sondern gar noch etwas, eigentlich die Situation in Wirklichkeit zu verschlimmern. Wir schauen uns seit circa, ich würde sagen, bald über 20 Jahren schauen wir uns eigentlich Plätze an in Wien. Das ist jetzt alles in Wien. Wie leben Menschen hier in unserer Nachbarschaft, wenn sie kein Geld haben, sich ein Zuhause zu leisten? Und aus diesen Studien und mittlerweile Gespür auch dafür, diese Situation werten wir aus. Wir betreiben Forschung, wir überlegen uns, warum ist dieser Platz ausgewählt, warum diese Ecke, wie viele Quadratmeter hat die, was sind die Vorzüge hinsichtlich vielerlei Aspekte. Also wir schauen da genau hin und versuchen, unsere Rückschlüsse daraus zu ziehen. Aber nicht nur in Wien, auch überall, wo ich hinkomme eigentlich. Da sieht man zum Beispiel in Rom unten am Tiber. Man sieht da im Vordergrund so eine Hundefutterschüssel. Und das ist eine der Erkenntnisse, dass viele Plätze, die die offiziellen Stellen in Rom, aber auch in Wien anbieten, Haustiere nicht zulassen. Und da ist schon mal klar, wenn ich, gehen wir mal noch weiter vielleicht. Das ist in Nürnberg gewesen vor einigen Jahren, wo man sieht, dass da ein Paar offensichtlich und eine Einzelperson lebt unter dieser Brücke. Und wenn man sich das genauer anschaut, also ich habe das Gefühl, da gibt es eine Sehnsucht nach Schönheit, eine gewisse Sehnsucht nach Geborgenheit, nach normalem Leben, auch wenn natürlich die umgebende Situation, die vier Wände, wenn man so will, nicht vorhanden oder ganz andere sind. Und damals habe ich niemand angetroffen, dann war ich aber 3 Jahre später wieder zufällig in Nürnberg. Das Paar ist nicht mehr zusammen, mit dem Bewohner konnte ich reden, seine Partnerin hat ihn verlassen. Er versucht immer noch hier Normalität zu leben, wenn man so will, aber es geht einfach nicht. Unschwer vorstellbar, oder? Dass wenn die Rahmenbedingungen, die eigenen vier Wände, wenn das nicht passt, dass dann ganz, ganz viel anderes den Bach runtergeht. Beziehungen, die eigene Psyche, die körperliche Unversehrtheit. Also wir reden über eine Situation, die ist bis hin zu lebensbedrohlich, aber allemal dazu angelegt, Menschen den Bach runterzuschicken. Und deswegen ist es aus meiner Sicht so wichtig, dass unsere Tools, sprich Raum anbieten, ich glaube, damit ist schon mal ein Stück weit von so einer miserablen Lebenssituation, wenn es da einen Raum gäbe, den dieser Mann annehmen könnte, anstelle den öffentlichen Stadtraum unter der Brücke, dann wäre, glaube ich, schon mal viel passiert. Andere suchen sich andere Plätze aus anderen Bedürfnissen. Fakt ist, das Problem steigt. Es ist nicht etwas, was sich von allein löst, schon gar nicht. Wir haben zunehmend mehr Menschen durch die verschiedenen vorhin schon genannten Krisen, die ihre Wohnung verlieren, die einfach auf der Straße sich wiederfinden, eine Zeit lang noch bei Freunden vielleicht unterkommen, aber irgendwann ist das enden wollend. Also wir haben es mit einem Problem zu tun, das im Steigen begriffen ist. Und wenn wir uns jetzt anschauen, genau welche Plätze wählen sich die Menschen, wenn sie sich informell behelfen, dann können wir ziemlich viele Learnings daraus ziehen, was wir als professionelle Planerinnen anbieten müssen, wenn wir unsere Nutzerinnen ernst nehmen. Und zwar der Punkt, wenn jemand 5 Millionen als Budget hat, haben wir gar kein Problem, wir, unsere Architektinnenzunft, genau zu schauen, wann steht er gerne auf, ist es ein Morgen- oder ein Abendmensch, was sind seine Vorlieben und diese Analyse der Nutzerin, des Bauherrn, der Bauherrin, die führt uns zu einer geeigneten Architektur, oder? Das ist unser klassischer Vorgang, nämlich Analyse, Recherche, Analyse, Fazit und Konzeption, Vorentwurf etc. Wenn wir uns jetzt anschauen, was auch die Stadt Wien anbietet für Menschen, die auf der Straße sind, dann muss ich als Architekturschaffender klar
sagen, tut mir leid, ihr habt viele Angebote, die an vielen Bauherrinnen vorbeigehen. Also die Nutzerinnen habt ihr nicht genau studiert. Ihr habt nicht geschaut, für wen. Ja? Vielleicht haben sie geschaut, aber leider ist es immer noch so, dass wenn wir über Sozialprojekte reden, wie ein Kniesehnenreflex geht es um ärmer, billiger, niedriger, irgendwo einen Platz am Stadtrand, den sonst keiner mag. Dass wir damit aber eine Abwärtsspirale in Gang setzen, das ist vielen einfach nicht bewusst. Ich muss schneller werden, merke ich. Also Fazit, wenn wir wollen, dass jemand, dem es nicht gut geht und je länger der oder die auf der Straße ist, je schlechter geht es, körperlich und psychisch vor allen Dingen. Also für uns hier das kleine Maxal mit dem hellblauen T-Shirt, das wäre jetzt mal unsere Gruppe, wenn wir sagen, jemand ist ökonomisch nicht so gut aufgestellt wie die Mehrheitsgesellschaft, kann sich Wohnen nicht leisten, dann müssen wir uns mehr bemühen. Wir brauchen mehr Kistchen, damit man, wenn wir über Gleichheit reden oder auch nur in die Nähe kommen von Gleichberechtigung, ist eben nicht dieses Ärmer der Weg, kann es gar nicht sein, sondern es muss das Reicher, das Mehr, wie soll ich sagen, Hinwendung, Zuwendung dem Problem und mehr unserer Profession, wenn man so will, in die Waagschale legen, damit hier diese Abwärtsspirale gebrochen werden kann. Einer der wesentlichen Punkte, ich habe das gesehen, habe gedacht, das passt so gut. Ja. Die Plätze, die oft angeboten werden, die passen einfach nicht. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Ihnen diese Mandarine gern essen würde, aber kann gar nicht schmecken. Ja. Wenn ich schaue, wo hat jemand, der auf der Straße ist, einen Platz und welchen Platz braucht er oder sie? Himmelweiter Unterschied. Was passiert, wenn Profis die falschen Gebäude anbieten? Ich würde jetzt mal behaupten, hier passt das Angebot, die Hardware, das Raumsetting für die geplanten Nutzerinnen einfach nicht. Wenn ich der Architekt gewesen wäre von diesem Projekt, ich glaube, ich würde mir die Kugel geben. Da wollte jemand was offensichtlich, da steht ja auch so eine Rutsche. Aber volles Desaster, oder? Das ist für mich total Schaden in der Architektur. Die das geplant haben, müssen einfach zugeben, hier haben sie völlig versagt. Wir haben eine Situation auf einem anderen Kontinent, wo die Menschen wahrscheinlich auch nicht über mehr Geld verfügen. Aber hier habe ich das Gefühl, wenn ich mir das genau anschaue, da gibt es irgendwie Plätze und Gassen, da gibt es irgendwie eine gewisse Ordnung. Da ist selbe finanzielle Hintergrundsituation und trotzdem völlig andere Lebenssituation aus meiner Sicht. Also mit anderen Worten, wenn ich die Wahl hätte, hier hineingeboren zu werden oder hier hineingeboren zu werden, ich wüsste, wo ich lieber wäre. Vor dem ganzen Hintergrund haben wir, oder beziehungsweise der Hintergrund kam überhaupt erst zustande 2002, als Wolfgang Pucher, Pfarrer in Graz, dort ein Winzidorf schon 10 Jahre hatte und 10 Jahre Erfahrungen damit, hatte die Idee, in Wien könnte so ein Projekt auch sinnvoll sein. Und ich habe davon in der Zeitung gelesen und habe mich erinnert an mein Vorhaben, dass ich als Architekt später mal da was bauen würde gerne und habe ihn angeschrieben, habe ihn gefragt, ob er jemand brauchen kann von unserer Profession. Und er hatte nur gemeint, er braucht alle. Und dann waren wir dabei. Wir haben dann relativ schnell in Aspern ein Grundstück angeboten bekommen mit einer kleinen Holzkirche drauf, ungenutzt, die Kirche schon lange nicht mehr mit Messen bespielt. Ideal eigentlich so von der Größe und von dem Bestand. Und innerhalb von, ich glaube, 2 Wochen waren 1.500 Unterschriften gegen dieses Projekt der Anrainerinnen zusammen und Kirchenaustrittsdrohungen, sodass die Kirchengemeinde ihr Angebot zurückgezogen hat. Und so ging es dann weiter. Ich gehe da gar nicht länger drauf ein, aber ihr seht, 2002 Start, 2018 Opening, also 16 Jahre haben wir gebraucht letztlich, um diese Idee vom Pfarrer Pucher in Wien, so ein Dorf, was es ja in Graz schon gab mit allen Erfahrungen, mit positiven Erfahrungen. Also es war nicht ganz Neuland,
Ja, es war nicht lustig. Ja, das ging bis hin zu, wir wurden körperlich bedroht in Bauverhandlungen und so weiter. Also was ist das Problem? Das Problem ist tatsächlich die Anrainerinnen im Sinne von vielleicht ein gutes Projekt, so ein Dorf, wo wohnungslose Menschen ihren letzten Lebensabschnitt verbringen können, eine Art Altersheim für Wohnungslose, Schwerstwohnungslose, aber doch sicher nicht bei uns, oder? Also das ist ja wohl klar, hier kann das nicht stattfinden. Ja. Und so sind wir vom einen Grundstück zum anderen verjagt worden. Die Anrainerinnen, es ist unglaublich, wenn wir über Obdachlosigkeit reden, was für ein großes Feld an Spekulationen und vor allen Dingen Befürchtungen, Vorurteilen, Stigmata wir hier aufmachen. Also hätten wir nie für möglich gehalten, aber die Erfahrung hat uns halt gezeigt, so ist das. Wir hatten dann uns festgebissen in Hetzendorf, weil dort gab es eine Bauwidmung und auf einem Bereich, auch wieder ein kirchliches Grundstück, einer Gartenanlage mit einem auch wieder Altbestand drauf. Und hier haben wir gedacht, also das wäre doch wahnsinnig. Wien braucht so ein Projekt, weil es gibt genügend Menschen, die bestehenden Einrichtungen in Wien nicht annehmen können. Wir müssen hier durch, ja, es gibt es nicht. Wenn es eine Bauwidmung gibt und ich hier nach allen Regeln der Bauordnung und der Flächenwidmung ein Projekt entwickle, dann muss ich eine Bewilligung kriegen, unabhängig davon, wer da drin wohnen wird. Das kann nicht Teil der Bauordnung sein, war es am Ende auch nicht. Das war natürlich ein Politikum, ja. Klar, wie es funktioniert, die Anrainerinnen haben ein Wohnort, das heißt, sie kriegen eine Wahlbenachrichtigung, sind wahlberechtigt, Wohnungslose haben keinen Wohnort, können nicht wählen, kriegen keine Benachrichtigung, sind oft nicht mal Staatsbürger. Und also als Politikmensch, als Regierungsmensch, wen vertrete ich? Natürlich die, die mich gewählt haben und nicht die, die mich nicht wählen. Und insofern, es ging letztendlich darum, es wurde über dieses Projekt Politik gemacht. Die Bezirksvorsteherin, die damalige, wollte das nicht im Sinne der Anrainerinnen. Und das ging bis in die, wir waren auch beim damaligen Bürgermeister Häupl und das ging alles null weiter, bis es beim Verwaltungsgericht letztendlich eine Entscheidung gab für dieses aus meiner Sicht völlig harmlose Projekt. 24 Nutzerinnen gingen sich da aus und Altbestand braun und das neue, diese Häuschen oder Doppelhäuschen, das war eben diese Dorfidee, die wir aus Graz kannten, dass die sich bewährt. 24 ist eine interessante Zahl. Wir wollten eine so circa 30. 24, 30, wie groß sind Schulklassen? Wie groß sind die ersten Sozialisierungsgruppen, wenn man so will, von jungen Menschen? Also das geht oft so, Kindergarten ist ein bisschen kleiner, aber die ersten Schulklassen, später Klassen, wir haben immer so Gruppen in unserer, wo wir sozialisiert werden, oder? Von 20 bis 30 Menschen und das funktioniert recht gut. Dann auch im späteren Alter, weil in Graz hat man mal versucht, leben auch ca. 30 Menschen im Dorf, dann hat man mal versucht, das größer zu machen, 40 Menschen. Und dann hat man gemerkt, das geht nicht, da gibt es viel zu viele Konflikte, es funktioniert nicht richtig und hat es wieder runtergefahren. Wir sind jetzt nicht die Soziologinnen, aber unser Rückschluss ist, das hat sehr viel mit der frühesten Kindheit zu tun, was wir nachher sozusagen für Strukturen besser oder schlechter aushalten. Bei diesem Projekt haben wir, wie üblich, schon begonnen, wenn man so will, obwohl es noch gar nicht fertig war, nämlich Menschen versucht einzubeziehen aus der Nachbarinnenschaft, weil es gibt ja auch immer wieder welche, die sagen, wir finden das Projekt vielleicht nicht willkommen, aber wenn es schon sein muss, dann tun wir mit, weil dann können wir auch ein bisschen mitbestimmen, mit definieren und so weiter. Es gibt andere in der Stadt, es gibt oft immer sehr viele junge Menschen, die sagen, ich finde es cool, das muss sein, ich würde da gern mittun und das lieben wir. Also je früher wir Menschen, vor allem Junge, einbeziehen können in solche Projekte, wir glauben, damit entsteht fürs ganze spätere Leben bei ihnen ein ganz neuer Blick auf das Thema, was ist Obdachlosigkeit, wer ist das? Und man kommt dann auch relativ schnell drauf, es gibt oft viel mehr Verbindendes als Trennendes
in diesem Bereich. Aber ja, ich muss ein bisschen schneller machen. Wir haben gelernt, dass man zum Beispiel solche Projekte anders kommunizieren kann als in Bürgerversammlungen. Das geht gar nicht. Wenn ich einmal die Anrainerinnen einlade, um ihnen zu verklickern, dass in ihrer Nachbarschaft so ein Projekt, irgendein Obdachlosenprojekt entsteht, das wird von manchen nur genutzt, aber da findet sich immer wer, um den Frust abzulassen, um dagegen Stimmung zu machen, und dann verlieren wir Jahre. Also worauf will ich hinaus? Es reicht nicht, sinnvolle und gute Architektur zu planen. Wenn wir sie nicht kommunizieren können, entsteht sie nicht. Dann bleibt es Paper. Wir müssen ganz, ganz viel und vor allem in diesem Kontext, wo es um Vorurteile und Stigmata geht, wir müssen uns ganz genau überlegen, wie kommunizieren wir das, was wir planen und idealerweise in Rücksprache planen oder miteinander planen. Wenn wir das nicht schaffen, aber das ist bei jeder normalen Architektur ja auch, ja, wenn wir es nicht schaffen, dem Bauherrn unsere Pläne schmackhaft zu machen, dann zahlt er sie nicht, bestellt es nicht. Wenn wir es nicht schaffen, sie so zu planen, dass die Baupolizei die akzeptiert oder dass die Handwerker nachher in der Lage sind, das Ding zu bauen. Also eigentlich ist unser Job immer, Räume zu kommunizieren über Pläne, über von mir aus Renderings oder Modelle oder Texte oder auch Settings. Und in dem Fall Flohmarkt hat sich ideal herausgestellt, lade Menschen ein aus der Anrainerschaft zu irgendeinem Format, wo man ins Zwiegespräch kommt, wo man Befürchtungen, Ängste auf Augenhöhe im Zwiegespräch abholen kann. Die schlimmsten Settings für heikle Projekte sind irgendwelche Versammlungen, irgendwelche Bürgersäle, die meistens ja auch nicht so sexy sind. Nee, man muss da Brücken bauen. Und das können wir auch. Und es geht wieder um die Hardware. Ja, wenn ich nur überlege, ich mache jetzt einen Flohmarkt, ich könnte einen langen Tisch aufstellen, die Waren drauflegen und die Besucher auf der einen Seite und die das betreuen und verkaufen auf der anderen Seite, dann habe ich schon wieder eine Lagerbildung. Wenn ich aber Inseln mache mit diesen genauso viel Tischen, selbes Produkt, selbe Hardware, aber ich mache Inseln, wo man drumherum steht, ganz ein anderes Setting. Man kommt viel mehr ins Gespräch als diese Fronten. Also ich will nur darauf hinweisen, wie wir gestalten, wie wir etwas aufstellen, wie wir möblieren, das hat alles eine Bedeutung. Wir müssen das ja wahrnehmen. Das ist Verantwortung. Wir können damit erfolgreicher sein oder weniger. In dem Fall HTL begeistert mitgebaut an den Häuschen für das Winzedorf Wien, als es dann soweit durch war. Wir haben Teile vorfabriziert, wir hatten Wienerberger. Also es ist immer so, wir versuchen nicht nur junge Menschen einzubeziehen in diese Projekte im Bauprozess, im Planungsprozess. Wir versuchen natürlich auch ganz viel Dinge geschenkt zu bekommen, weil alles nur mit eben nicht öffentlichen Geldern, sondern mit Spendengeldern finanziert wird, meistens diese Projekte. Und Wienerberger hat uns Ziegel geschenkt, was in dem Holzhaus natürlich sehr willkommen ist. Wir wissen, Holzhäuser heizen sich schnell auf, kühlen aber auch schnell wieder ab. So hat man in jedem der Häuschen auch ein bisschen Speichermasse. Also ja, wie geht man dann mit den Geschenken um und was entwickelt man daraus? So schaut es heute aus, nach im Prinzip 16 Jahren, der erstmal vielleicht 14 davon vergeblichen Bemühungen bis hin zu, wir haben Angst, wir hören auf damit, das zu planen, weil die Menschen bedrohen uns aus der Nachbarschaft. Aber es steht jetzt und ich finde es sehr gut, dass es steht. Und offenbar auch die Holzbaupreisjury, die hat uns den gegeben, letzte Woche, vorletzte Woche. Und für dieses Projekt, was wir super finden und wahrscheinlich nicht, weil wir so einen gewagten Holzbau haben, sondern weil das so einen politischen Kontext hat, gesellschaftspolitisch natürlich. Aber also ich bin sowieso überzeugt davon, dass Architekturschaffende politische Verantwortung tragen, nämlich gesellschaftspolitische. Da wären wir wieder bei dem Thema Immobilienbusiness und so weiter. Also so sehen die Dinge aus. Das sieht man auch. Wir haben von Eternit ihre auslaufende Farbpalette, haben wir alle Fassaden Platten geschenkt bekommen, die sie noch übrig hatten und haben damit dann so eine Art ja, Struktur entwickelt. Von Internorm gab es die Fenster, 16 verschiedene, 16 Modulhäuschen, hat alles wunderbar gepasst. Bis hin zu, das ist jetzt in dem Fall Yoshi, er hat gegenüber dem Wojciech Czaja, der da geschrieben hat drüber, jetzt Hobby a Horse in Wien. Also diese, um es kurz zu machen, wenn wir
Architektur im Sinne von Architekturkultur hinbringen an einen Ort, in einen Bereich, wo es bisher gar keine Architektur gab, weil kein Haus, keine Wohnung, kein gar nichts. Und dann auch noch auf sehr hohem Niveau. Wenn wir da unsere Fähigkeiten und unser Potenzial, unsere Kompetenz hinbringen, das, was da zurückkommt, also ich würde sagen, ja, mehr geht nicht an Erfolgserlebnis und an Bestätigung, an Sinnhaftigkeit dessen, was wir als Architektinnen können. Ja. Neuland betreten, wenn man so will, mit unseren Kompetenzen. So, jetzt geht es um die Learnings aus dem. Also wir haben natürlich viel gelernt aus dem Winzidorf in Graz, weil wir es untersucht haben, recherchiert, analysiert haben. Aber jetzt haben wir selber eins gemacht und auch da gibt es ganz viele Learnings. Wir hatten immer gedacht im Kontext mit Obdachlosigkeit, dass das Dach über dem Kopf das Wichtigste ist, geschützt zu sein vor Wetter, vor Kälte. Aber in Wirklichkeit haben wir festgestellt, ist es noch wichtiger, die Person zu schützen. Also diese Sicherheit, ich meine, man kann es sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass irgendwer irgendwo im Stadtraum lebt und jede Sekunde permanent auf, ich muss aufspringen und flüchten. Und also diese nicht vorhandene Möglichkeit des Rückzugs macht psychisch mit jemandem das Ärgste, was man sich vorstellen kann eigentlich. Also diese Idee, Menschen müssen sich zurückziehen können. Das ist unsere erste Verpflichtung, glaube ich, der Rechnung zu tragen räumlich. Wir können ja die Welt retten mit Architektur und mit Raumproduktion. Aber wir können ganz sicher einfach bessere Räume bauen für bestimmte Situationen. Okay. Klar, ich kann mir auch in mich zurückziehen und dann trotzdem weiterleben, geht ja auch. Aber dann darf man nicht vergessen, dass alle Angebote für Menschen ohne Geld, sei es jetzt für Menschen auf der Flucht, sei es für Menschen, die obdachlos sind, älter, es geht immer um Gruppenprojekte. Ja? Das Altersheim, wenn man so will, ist ein, nicht Baugruppen, bauen tun sie nicht mitbestimmen, aber es ist ein Gruppenprojekt. Eine Notschlafstelle, ein Wohnheim für wen auch immer, Flüchtlingsheime. Wir haben hier immer die Zwangssituation, dass wir uns in einer Riesen-WG wiederfinden, wenn man so will. Wir Studenten, ich nicht mehr, aber wir suchen uns aus, mit wollen wir in eine WG gehen, in ein Studentenheim oder inwieweit sind wir gruppentauglich? Weil sobald es um leistbares Wohnen geht, haben wir eine Gruppe. Aber wie komme ich in der klar, wenn ich mich in mich zurückziehe, in mein eigenes psychisches Schneckenhaus, ist ja Milchmädchenrechnung, dass sich das nicht gut ausgeht, wenn jemand nicht bereit ist, in der Gruppe irgendwie zu interagieren. Das kann ja nur Konflikte geben. Also Punkt 1, jedes Projekt für Menschen in irgendwelchen Randsituationen ist ein Gruppenprojekt, aber dafür nicht gebaut, ist unsere These. Und dann eben dieses Thema, das konventionelle Dach über dem Kopf, das können wir leicht mal bauen, aber wie kann unser Dach über dem Kopf und unsere vier Wände, wie können die Rücksicht nehmen auf das Thema, das viel wichtiger ist eigentlich, die sozialen Strukturen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch, von uns, ich kann es überhaupt nicht, sich vorstellen kann, mal in Isolation zu leben. Wir haben ja das Problem im Stadtraum, dass wenn eine Person alleine irgendwo ihr informelles Gebäude oder Struktur aufschlägt, wird es zeitlang geduldet meistens. Wenn ein zweiter oder ein dritter oder ein vierter dazukommt, wird sofort kommt das Ordnungsamt und es wird geräumt, weil dann Anrainer sagen, da entsteht ein Slum, eine Favela. Also das heißt, Menschen, die im Stadtraum leben, sind ja zur Vereinsamung sozusagen gezwungen. Ja? Also da gibt es so viel Problemstellungen. Wir haben jetzt gedacht, die ganzen Learnings, die könnten wir doch mal jetzt auf akademischer Ebene untersuchen. Und ich habe sie du hast gesagt, ich bin auch in Kärnten, dort an der Fachhochschule in der Architektur. Wir haben jetzt mit unseren Studierenden begonnen,
inzwischen sind wir im fünften Semester, also vor 2 Jahren eigentlich, uns damit mal Gedanken zu machen. Und jetzt kommen wir zu meinem Titel vom Vortrag, spät aber doch, nämlich pur. Ja, im Englischen klingt das irgendwie verdächtig, aber natürlich, es geht um arm irgendwo. Aber wir wollen uns kümmern um das deutsche pur, nämlich die Reduktion muss die immer dann kaum aushaltbar sein, oder heißt nicht pur die Beschäftigung mit dem Wesentlichen, also mit dem, ich meine, eh klar, es ist kein Geld da. Ja? Wir hatten über die Abwärtsspirale vorhin oder ich habe drüber geredet, aber es darf trotzdem nicht jetzt wieder dieses pur mit 2 O werden, sondern wenn wir uns genug um das pur im Deutschen kümmern, dann schaffen wir es vielleicht trotzdem mit wenig eine Trend, Kehrtwende, wie auch immer, zu initiieren, loszutreten. Und jetzt möchte ich das Feld auch noch mal kurz aufmachen. Es geht hier eben nicht nur um Obdachlosigkeit, das ist eins der Stichworte. Es geht um Klimaveränderung, die ihre Folgen haben wird. Ja, ich weiß nicht, wer von euch, ja, mal wieder Empathie gefragt, sich vorstellen kann, irgendwo in einem Erdteil zu leben, wo es immer trockener wird und immer heißer und vielleicht sogar Familie hat, also Verantwortung, und sagt, ich bleibe da, bis ich verhungere, bis ich vertrockne. Wir können davon ausgehen, dass immer mehr Menschen sich in Bewegung setzen werden aus Teilen dieser Erde, die halt nach und nach immer schlechter bewohnbar sind. Das ist für mich etwas, das ist nicht politisch gewollt oder gemacht, oder das ist etwas, was entsteht, eine Entwicklung. Klimaveränderung ist etwas, was Folgen haben wird für Migration. Ist aus meiner Sicht, da müssen wir uns vorbereiten. Umweltkatastrophen, die daraus resultieren, sehen wir jetzt auch im mitteleuropäischen Raum. Ja, die ersten Tornados, dann Deutschland etc. Auch das wird Menschen zumindest kurzfristig in existenzielle Not bringen, nämlich dann, wenn sie plötzlich obdachlos sind, weil die A in Deutschland so über die Ufer getreten ist, dass ganz viele Wohnräume vernichtet werden. Also ich rede auch über existenzielle Not, weil ich mein Zuhause verliere aufgrund von Umweltkatastrophen, von Klimaveränderung. Auch natürlich das Thema Flucht, das dann resultiert, Armut, Obdachlosigkeit, auch die gesellschaftliche Segregation. Also wir reden eigentlich über etwas Übergeordnetes. Wenn wir jetzt uns Gedanken machen, wie kann ein pures Gebäude, ein Minimalgebäude aussehen für Menschen in schwerster existenzieller Not, die kein Zuhause haben. Geht es nicht nur um die klassische Obdachlosigkeit, das ist mir wichtig. Und wenn wir jetzt zurückgehen auf diesen Satz, dass die sozialen Strukturen die sind, die uns tragen. Also ich weiß genau, dass das stimmt, weil ich war nach dem Studium, nach dem Diplom in Zürich für ein Jahr und hatte dort nicht die Möglichkeit für Anschluss. Ich bin völlig verarmt sozial, hatte da irgendwie, war das für mich eine Struktur, wo ich nicht Zugang hatte. Es war mir nicht möglich, in irgend so eine Clique, irgendeine Blase einzudringen als willkommener Gast. Ich bin da vereinsamt. Das war für mich die schlimmste Zeit. Also dieses entkoppelt zu sein von Freunden, Bekannten, Menschen, die einen gern sehen und die uns gern sehen. Ganz wichtig. Jetzt diese Dorfstruktur, die hat ihren Grund. Das Winsedorf funktioniert so in Wien und in Graz. Und wenn wir jetzt überlegen, so ein Minimalzuhause, ein pures, dann muss das aber nicht, kann nicht irgendwo stehen, es muss in einer Struktur stehen. Über diese Anzahl von 20 bis 30 Einzelgebäude und deswegen Einzelgebäude und Einzelwohnräume, weil je psychischer ich belastet bin, je mehr brauche ich den persönlichen Rückzug, je mehr habe ich Tage, wo ich niemand sehen kann, niemand sehen will. Es geht einfach nicht. Ja. Wir haben ja schon Tage, wo wir nicht raus wollen, aber jemand, der psychisch Folgeschäden hat von einer Klimakatastrophe, Hochwasserkatastrophe, Obdachlosigkeit, der muss oder die Person muss die Möglichkeit haben, sich völlig zurückzuziehen und gleichzeitig aber die Möglichkeit, wenn ich dann jemanden brauche zum Reden oder per Zufall mit jemandem ins Gespräch kommen, ich muss beides haben. Das ist so wichtig und das können wir über den Städtebau eines Dorfes, über deren Außenraumgestaltung, die Zuordnung, können wir das natürlich steuern. Ja, wir sind ganz schön autoritär. Wir bestimmen, wie es sich um Nachbarschaften, wie Nachbarschaften, gibt es welche?
Wie nah sind die? Halte ich die besser oder schlechter aus? Also wenn ich immer sage, wir haben extrem viel Macht, dann meine ich das nicht im Sinne von Überheblichkeit, sondern im Sinne von Verantwortung. Aber tatsächlich definieren wir, indem wir sagen, das Haus steht 5 Meter weg oder 1 Meter weg oder der Eingang wendet sich in diese oder in diese Richtung. Wir bestimmen ganz autoritär, wie lebt sich's im Raum, im Außenraum, im Umfeld. Und damit meine ich, wir haben die Verantwortung. Und deswegen lohnt es sich auch, sich so damit auseinanderzusetzen. Also diese Überlegung, wie kann ich es strukturieren? Das ist jetzt mal nur sozusagen, glaube ich, die theoretische Basis. Ihr seht, Kreise, das sind sozusagen Zentren von Wohngruppen, wenn man so will. Die kleineren hellen Kreise sind die Einzelwohnräume und irgendwo im Zentrum gibt es sowas wie einen Dorfplatz, wie ein Gasthaus vielleicht, wie jedenfalls Gemeinschaft, Angebot zur Gemeinschaft. Und wenn ich das jetzt weiter verfolge, wir haben uns dann zur Wohngruppe genauer angeschaut, wenn ich jetzt sozusagen die Eingänge, diese roten Hin- und Her-Pfeile, auf einen Gemeinschaftsraum anordne, dann bin ich eigentlich Zwangsmitglied dieser Wohngruppe. Was ist aber, wenn es mir psychisch gar nicht gut geht und ich will da niemanden sehen? Ja? Da haben wir im Winzidorf Wien, das ist jetzt so ein Innenraum, der Kurt Kubal, super Fotograf, aber man sieht schon an der Länge des Bettes, da hat er irgendein Objektiv genommen, also da hat es was. Die Räume sind mini. Und die Bauordnung hat uns letztlich noch vorgeschrieben, dass wir auch noch ein Bad hineinmachen müssen, was wir ursprünglich nicht wollten. Also schauen wir uns den Grundriss an. Wir haben es zu Doppelhäusern zusammengestellt, aber die Eingänge auf die gegenüberliegende Seite. Es gibt eine Vierergruppe, aber auch wieder so, dass man sich eigentlich aus dem Weg gehen kann. Die Ziegelwände hatte ich vorhin erwähnt, also so sehen die Module aus dort, vorgefertigt in Holzbauweise, die Ziegelwände standen. Jetzt sieht man da drin, ich habe eine Eingangstür, daneben ein Fenster, ein Bett und wenn ihr euch genau anschaut, ich habe auch nur die Möglichkeit, das Bett in einer Ecke aufzustellen. Es gibt eigentlich, gut, ich könnte es vielleicht noch drehen, ja, nämlich um 90 Grad zwischen Bad und Ziegelwand. Aber das war es dann schon. Man sieht auch, wie die Tür aufgeht. Es ist eigentlich so, ich habe keine Intimsphäre. Wenn jemand klopft oder Tür offen steht, ich bin sofort im Eingemachten. Also dann das Bad nimmt natürlich extrem viel weg. Als wir das Bad noch nicht machen mussten mit dem Klo, da hatten wir ein Gemeinschaftsbadehausteil im Altbestand. Da hätte man noch die Möglichkeit gehabt, auch das Bett noch anders aufzustellen und es anders zu möblieren. Aber ja, wir haben gefunden, die Grundrisse, es sind okay, die Menschen sind glücklich damit, aber man kann es viel, viel besser machen. Und da sind wir jetzt gerade aktuell, eigentlich seit 2,5 oder 2 Jahren mit unseren Studierenden in Kärnten. Wir entwickeln gerade ein Einraumhaus, das keine Kiste ist. Ich komme von Wolf Brix, zumindest habe ich dort mein Diplom gemacht, Kopf Himmelblau. Der rechte Winkel ist nicht Gott gegeben, das hilft mir immer wieder, das mir zu vergegenwärtigen. Er ist hilfreich, aber ja, er ist nicht unumstritten und den kann man. Und wenn ich mir jetzt überlege, diese ganzen Kisten, die heute angeboten werden, müsst ihr euch nochmal Tiny Houses, ich mag den Begriff nicht, weil es wieder ein Businessmodell ist, aber wir reden immer über Rechtecke. Und die sind endenwollend in ihrem Raumangebot. Und da rede ich nicht über die Quadratmeter. Ich meine, das ist sowieso, wir glauben hier in Mitteleuropa eh alle an Zahlen, so wahnsinnig, aber wir wissen alle, 10 Quadratmeter können wirken wie 8 oder können wirken wie 14. Es geht nicht um die numerische Zahl, es geht eigentlich um das, was wir mit Gestaltung machen aus dem, was wir haben. Wieder die Verantwortung. Also wir haben es in der Hand aus 10 Quadratmeter, in dem Fall sind es knapp 12, die Wirkung von 8 zu erzielen oder von 14 oder gar mehr. Worauf ich hinaus will, ich habe noch nie, und jetzt mache ich schon Architektur seit wann? Irgendwann in den 80er Jahren, also bald 40 Jahre, ich habe noch nie einen Grundriss für einen Raum so diskutiert, so destilliert.
Und dann jetzt gemerkt, hey, das jede Entscheidung, und gerade wenn es um pur geht, jede Entscheidung, und zwar mit zwei O und mit U, hatte Bedeutung, ja, kann man schlechter oder besser machen. Da unten sieht man dann so, was da bei den Diskussionen, wir haben intensiv diskutiert mit den Studierenden, haben das nochmal durch, das sind ja alle ähnlich, oder? Das ist fast das Gleiche, aber nein, man kann es noch besser. Und dann haben wir unten angefangen, gesagt, so, wir bauen das Ding jetzt, weil eine ist Theorie. Und das war so im Prinzip unsere Quintessenz. Wir haben jetzt ein Einraumhaus, was aber eigentlich zwei Räume oder zwei Bereiche oder wie auch immer. Also diese Idee, wenn ich das Rechteck verlasse, dann kann ich das machen. Dann natürlich ganz wesentlich, ihr seht jetzt beim großen Grundriss das Bett unten da in der Ecke. Das war diese Idee, dass ich muss zumindest räumlich einen Platz anbieten, wo sich jemand völlig zurückziehen kann. Jemand, der täglich lebensbedrohlich im öffentlichen Raum dem Tod ausgesetzt war, der braucht zumindest ein räumliches Angebot, wo er das Bett ganz safe hinstellen kann. Man sieht zum Beispiel, da gibt es so Drehbewegungen von dem einen Kastel Richtung Bett, also das ist der Schrank, und den könnte ich sogar noch zum Bett dazu drehen, dass ich noch mehr die Nische habe. Deswegen, wir haben ein schwarzes U, wenn man so will, dieser Grundriss, ein U zum völligen Rückzug. Dann kann man eigentlich schon einen Winkel machen für einen Schutzraum, der ein bisschen weniger Rückzug braucht. Aber ihr seht eigentlich, wenn man die schwarzen, sprich die Mauern anschaut, wir haben, wenn man so will, das Rechteck defragmentiert, indem wir es dann auch noch geöffnet haben. Warum? Weil wir gesagt haben, wenn ich an dieser Gemeinschaftsplattform mit drei anderen, ihr erinnert euch, Wohngruppe, teilnehme, dann soll das kein Zwang sein. Wenn ich niemand sehen will, ja gut, dann machen wir noch eine zweite Tür. Ja. Zwei Türen kosten doppelt so viel wie eine Tür. Und wir sind hier im Sozialen mit Spendengelder. Geht das? Ja, geht. Ist vor allen Dingen nicht die Frage, ob es geht, ob es nicht geht. Es ist die Frage, muss es sein oder nicht. Und ganz klar, wenn ich sage, ich möchte über die Gemeinschaftsplattform die Möglichkeit zur Anbindung haben, um über meine, ja, um mich mit dem anderen einfach nur auszutauschen, und gleichzeitig habe ich manchmal das Bedürfnis, ich will niemanden sehen, ja, dann brauche ich zwei Türen. Und in dem Fall haben wir gesagt, es gibt dann, wir machen einen Januskopf, wenn man so will, also einen Zweigesichtkopf. Auf die einen Seite ist das Gesicht für Teilnahme oder Nicht-Teilnahme an der Gemeinschaft, in dem Fall nach unten, und nach oben rechts ist das Gesicht für mein privater Raum. Und das können wir auflösen, wenn wir im Außenraum dann es schaffen, wie eine Art Filter über Bepflanzung, über Rankgerüste und Kletterer, Trompetenstrauch, Efeu, weiß nicht. Also wir können jetzt Innenraum, Außenraum, die Raumbildenden, hart, weich, sich auflösend. Es gibt so viele Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, eine wichtige war uns, das Bett. Bitte, jeder soll mir blühen können, wie er will. Wir Architekten zu autoritär wollen wir nicht sein, dass wir jemand forschen. Es kann eigentlich nur in der Ecke stehen. Ihr seht, es hat vier Möglichkeiten, wie man es aufstellen kann. Vielleicht sogar in der Mitte, und auch noch draußen kann ich es aufstellen. Wenn jemand sagt, ich halte jetzt den Raum nicht aus, ich war 3 Jahre nur draußen, ich will jetzt raus. Also wirklich Bauherren, Nutzerinnen ernst nehmen, sich hineinversetzen. Aber daraus ergab sich dann das Maß mit den 2,10 Meter, das hier ganz oft vorkommt, in den Wandlängen, weil Betten, die wir geschenkt kriegen, haben jetzt nicht 2 Meter, sondern da kommt vielleicht irgendeine Gestelle dazu. Also 2,10 Meter war unser, nicht weil der Modulor oder irgendwas, was sich Architektinnen beim Spalt war, es 62,5, das Modulmaß. Aber hier ist es einfach das Bett. Und wir wollten ermöglichen, dass wir glauben, das Bett steht in der Ecke, aber der Bewohner soll entscheiden, wo es nachher steht. Und dann über die Möblierung letztendlich den Grundriss definieren. Und über dieses in den privaten Raum soll es ausfließen. Die Tür, zum Beispiel die Eingangstür, die nach unten geht, die Haupteingangstür, die öffnen wir bewusst nach außen. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, es klopft wer, der Mensch drin ist psychisch irgendwie, ja, will vielleicht gerade nicht, ist aber trotzdem neugierig. Und er macht jetzt die Tür nach innen auf, dann müsste er einen Schritt zurücktreten, und schon ist sozusagen der unerwartete Besucher, die Besucherin, ein Stück weit
eher hinein. Ja, wenn ich die Tür nach außen aufmache, muss der Besucher ein Stück zurücktreten und ich kann schauen oder die Tür schnell wieder zuschlagen. Das eine. Das andere ist, wenn sie offen steht, was wir in Graz oft beobachtet haben, auch in Wien, manche lassen ja Tür offen stehen, manche machen alles mit Karton zu. Aber wenn sie offen stehen, bildet es mit dem Vordach und mit dieser Vorsituation wie ein Vorraum. Also ich baue keinen Vorraum, aber in dem Moment, wo die Tür offen steht, kleiner Vorraum. Überhaupt Türen in Minimalräumen nach außen aufmachen. Wenn sie nach innen aufgehen, müssen sie dann an der Wand stehen. Weil wenn ich jetzt schon so einen kleinen Raum habe und ich möchte aber dann, weil ein schöner Tag ist, alles aufhaben und ich habe ständig die Tür- oder Fensterflügel, Geh- oder Stehflügel im Raum stehen, macht die natürlich noch kleiner. Also ja, es würde zu lang dauern. Es gibt tausend Details, auf die man wirklich, ja, wo wir die Möglichkeit haben, etwas besser oder schlechter zu machen. Man kann tatsächlich an einem so einem Zimmergrundriss, wenn man so will, mit 15 Studierenden ein Semester lang feilen. Und nicht genug damit. Wir hören ja meistens auf, wenn es entworfen ist. Wenn man es dann aber probieren will, wir bauen jetzt einen Prototyp, dann geht es wird es noch schlimmer. Ja? Welche Richtung kriegen die Spanten für die Decke? Welche der Bodenbelag? Wie bauen wir es dann wirklich? Und also interessant, manche mögen sagen, das ist hier eine Wichserei, was wir hier betreiben. Aber wenn wir nicht glauben an die Kraft des umgebenden Raumes und was der alles macht mit einem und was er aber, ja, ich glaube, die Lösung gibt es nicht. Aber man kann die Dinge einfach besser und schlechter machen, daran glaube ich fix. Und wenn wir nur einen Raum haben, naja, dann setzen wir uns mit dem so auseinander. Also wir bauen jetzt das Ding und um nachher dann auch drin zu wohnen, zu schlafen, um es zu evaluieren, kam wieder ein ganz eigener Prozess, nämlich das Thema zirkulares Bauen. Ihr seht ja diese seltsamen Gitterträger. Die lagen da vor Ort, wo wir bauen, nämlich in einer aufgelassenen Gärtnerei, lagen die zuhauf. Holz ist im Moment teuer. Jetzt machen wir keine klassische Holzständerwand, sondern ja, wenn man offen genug ist, um experimentell und zu bauen. Architektinnen glauben ja immer, wir machen einen Plan und dann wird das so gebaut, ja, weil dann ist er ja auch bewilligt. Ah, das nervt mich eigentlich am meisten. Es ist viel schöner, wenn man dann auch noch ein Stück weit Bildhauer sein kann. Wir gestalten ja räumliche Objekte und dann ein bisschen schauen kann, was ist da. Also Plan ist wichtig und gut als Basis, aber dann die Offenheit zu haben, so, das ist mal die Idee, aber was haben wir denn? Also Thema zirkuläres Bauen. Wir haben dann, weil wir gesagt haben, wir haben zwei Türen, das ist doppelt so teuer. Nein, wenn ich über Willhaben, ein Vorteil der Pandemie ist, dass Willhaben sich in der Zeit der geschlossenen Baumärkte zu einem neuen Baumarkt entwickelt hat, nämlich für Gebrauchtes oder etwas, was halt im Kreislauf bleiben kann und soll. Wir hatten innerhalb kürzester Zeit die ideale Hauseingangstür und doppelte Terrassentür. Ich meine, wir wissen heute, Terrassentür, doppelflügelig, da reden wir über Geld. Nein, ja, nichts hat es gekostet. Ja, wir mussten es abholen und wir mussten ein bisschen telefonieren. Aber also das auch, wenn wir viele Studierende sind, dann können wir ausschwärmen. Und Willhaben ist genial für sowas, um das Thema zirkuläres Bauen, also nicht nur, was liegt in der Nachbarschaft herum, da rede gar nicht mal über Nachhaltigkeit, ich rede erstmal über das Naheliegende. Ist doch naheliegend im wahrsten Sinne des Wortes, wenn da so Gitterträger liegen und wir brauchen ein primäres Tragwerk und die eignen sich, weil die sehr belastbar sind. Da haben wir den Boden draus gemacht, die Wände und werden auch das Dach draus machen. Ja. Nur dort, wo es auskragt, haben wir jetzt uns für die Holzspanten entschieden. Also diese Idee unten des Rendering, ich glaube, das schaut nicht nach Sozialprojekt aus, das schaut nicht nach Notfallhaus aus. Ja, und oben sieht man vielleicht, dass wir zumindest mal in die Nähe kommen werden, ein bisschen mitten im Bau. Aber um das geht es uns. Menschen in Not, woher die Not kommt, ist zweitrangig, aber Menschen in Not brauchen mehr Zuwendung, ja, brauchen mehr unserer Fähigkeiten, unserer Kompetenzen und nicht weniger. Und daran glauben wir fix. Und ich denke, deswegen haben wir da auch ein Stück weit Pionierleistung, zumindest sagen das die anderen. Wir machen einfach, was wir glauben, was wir machen müssen, ohne viel Theorie. Die Theorie kommt bei uns oft erst hinterher.
Ja, also da stehen wir im Moment. Wir machen jetzt im Semester weiter. Ich denke, in ein paar Wochen sind wir fertig mit diesem Impulshaus. Und ich denke, das ist ein Notfallhaus, das man in Serie produzieren kann, das bei Unwetterkatastrophen immer dort, wo Menschen kein Zuhause haben und nicht immediately zum nächsten kommen, wo man das nutzen könnte, weil es bietet nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern es versorgt auch andere Bedürfnisse, die ich zu den Grundbedürfnissen zählen würde, nämlich auch den Kontakt zu anderen, die Möglichkeit des Rückzugs, die Möglichkeit des Schutzes, aber auch die Möglichkeit, jemanden einladen zu können, weil natürlich, wir wissen, es helfen Gespräche, wenn es mir schlecht geht. Und manchmal helfen sie gerade nicht. Ja, grundsätzlich immer dasselbe, auf das ich hinaus will. Geld haben wir keins. Ich glaube, die anderen Kolleginnen in unserer Branche auch nicht so wahnsinnig viel. Aber was wir haben, sind Fähigkeiten, Räume adäquat zu gestalten. Danke, das war es jetzt eigentlich. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank, Alexander. Ein richtig toller Vortrag. Wir rücken jetzt, vielleicht kommt sie zu uns, oder machen wir es zu. Es gibt einige Fragen im Chat. Ich würde sagen, wir gehen den Chat durch, der Reihe nach. Und fangen mit der ersten Frage an von Marius. Marius, stellst du deine Frage bitte selber? Ja, ich habe mich verschrieben. Hören Sie mich? Ja, du hast dich verschrieben. Also ich habe eher eine Frage, aber ich war gerade dabei zum Schreiben. Also bei mir geht es darum, also ich finde die Größenordnung von 20 bis 30 Bewohner eigentlich ganz gut, weil man sich da zurückziehen kann. Das finde ich, ich glaube, das funktioniert wirklich. Und ich denke, man könnte mehrere solche Projekte umsetzen, aber wie Sie gesagt haben, es scheitert oft daran, weil sich die Nachbarn oder die Nachbarn des Dorfes oder von der Umgebung aufregen, weil sie stellen sich oft irgendwas vor. Und ich finde, man muss eigentlich ganz klar machen, um welche Größenordnung es hier geht. Und wenn die dann verstehen, dass hier eigentlich nur 20 oder 30 Leute sind, ich glaube, dann wäre das viel einfacher umzusetzen. Also die Größenordnung haben Sie ja schon verstanden, die Anrainerinnen. In dem Fall haben wir wirklich eine Einreichung, also ein Bauansuchen gestellt für 24 Personen, 16 davon in den Häuschen, 8 davon im Bestandsgebäude. Und die sind bei einer der Bauverhandlungen aufgestanden, in der Bauverhandlung bei der Baupolizei in der Dresdner Straße und auf uns los und wir erschlagen euch jetzt. Ja. Und dann mussten Leute dazwischen gehen. Also ich war selber überrascht, wie extrem aufgebracht Menschen sein können, in dem Moment, wo es darum geht, dass eine Randgruppe, und zwar jene, der man ja ein Stück weit Selbstverschuldung zuschreibt. Ja, wenn da Flutkatastrophe kommt und jemand ist obdachlos, ist das ja ein guter Obdachloser. Wenn aber jemand schwerstpsychisch und natürlich überall, wo lang andauernde große Probleme sind, kommt der Alkohol dazu, im besten Fall, oft auch noch andere Drogen oder sie waren schon vorher, aber Selbstverschuldung, also es tut mir echt leid, damit fange ich überhaupt nichts an, aber das wird ihnen unterstellt. Ich habe festgestellt, die Menschen, die es wirklich nicht schaffen, sich irgendwann selber zu erfangen, wieder Boden unter die Füße zu bekommen, da ist in frühester Kindheit etwas gravierendst falsch gelaufen. In diesen bekannten ersten 3 Jahren, wo so unsere Struktur angelegt wird, ja, wo vielleicht Mutter bei der Geburt gestorben, Vater vor lauter Trauer drüber, zum schwersten Alkoholiker, Kind irgendwo zu Großeltern gibt es vielleicht nicht, also irgendwo in einem Heim, dort Sprachfehler entwickelt, nie sozialisiert, nie als kleines Ding den oder die anderen als hilfreich erfahren im eigenen Leben. Das sind oft die Schicksale, ich tue das jetzt nicht irgendwie dramatisieren, oft sind es diese Lebenswege,
Und was ist denn da selbst verschuldet, bitte? Ja, es ist immer die Gnade der Geburt, auch wenn wir über Migration reden, über Klimakatastrophen und ich sage jetzt nicht Völkerwanderungen, aber wir werden große Bewegungen erleben in unserer globalen Welt, immer die Gnade der Geburt. Und wenn da halt vieles nicht so ist, wie bei denen so ist, dann muss man da kommunizierende Gefäße herstellen, wenn man so will. Wir müssen bestrebt sein, einen Ausgleich zu schaffen zwischen denen, die mehr Glück hatten und jenen, die weniger Glück haben. Wenn wir das nicht schaffen und die Unterschiede größer werden, dann bin ich extrem besorgt und um den sozialen Frieden. Aber ja, in dem Moment, wo ich Anrainer bin und da sollen jetzt diese Menschen, von denen ich glaube, das sind das Ärgste, was es gibt, neben mein Haus oder gegenüber an der Straße, dann denke ich so, jetzt wird mein Grundstück weniger wert, wenn ich es verkaufen will. Ich habe mein Leben lang Schulden abbezahlt, habe das selber gebaut. Und also es ist ja nicht so, dass ich nicht verstehe, dass man das vielleicht nicht haben möchte. Aber es gibt zum Glück, und das ist unsere Strategie, auch Menschen, die sagen, ja, ich will das vielleicht nicht haben, aber wenn es denn dann sein muss, dann mache ich halt mit. Dann schauen wir mal, dann kann ich mitgestalten auch. Und das ist der Punkt, den du erreichen musst, wenn du so ein Projekt machen willst. Weil das Erste, was du gesagt kriegst, na, sie sind der Architekt, sie müssen da ja nicht leben. Ja? Oder der Betreiber oder wer auch immer. Ja? Das ist immer der ärgste Vorwurf, den du nicht entkräftigen kannst. Ja, stimmt. Sie müssen mit dem leben, ich nicht. Ja? Ich plane es nur. Ich finde es aber gut. In dem Moment, wo wir ein Setting herstellen, wie zum Beispiel so ein Flohmarkt, wo Menschen kommen können und Befürchtungen äußern können und du mit ihnen reden kannst, ist dann nicht die Institution Vinzenzgemeinschaft St. Stephan oder die Stadt oder wenn das Personen sind, die so ein Projekt wollen, das ist schon mal was ganz anderes. Und wenn man dann mit denen reden kann und sagen kann, was alles los ist, und dann können die darauf reagieren und das Ganze nicht so eskaliert, wie in einer Bürgerversammlung zum Beispiel, dann haben wir immer wieder die Erfahrung gemacht, finden wir auch Leute, die sagen, okay, ich mache mit. Und in dem Moment kann ich sagen, okay, ich muss hier nicht wohnen, das stimmt, aber bitte reden Sie mit Ihren Nachbarinnen, mit Ihren Nachbarn, da gibt es nämlich welche, die mitmachen. Die finden das okay, dass das passiert. Ja? Also bitte, liebe Nachbarinnen, ihr, die das unbedingt verhindern wollt und ihr, die sagt, wir tun mit, redet ihr miteinander, ja, da müssen wir uns raushalten. Also das wäre sozusagen unser Learning aus diesen vielen Jahren, die wir eigentlich überall hatten, bis auf den 9. Bezirk im Winzerast mittendrin. Da hat sofort die Bezirksbürgermeisterin, also Bezirksvorsteherin damals, die Martina Maillard, hat sofort gesagt, sie findet das Projekt super. Aber das ist auch wieder ein Learning, nämlich dort leben Studierende und ehemals Wohnungslose gemeinsam. Also das ist vielleicht eins der wichtigsten, nämlich wir müssen die Projekte mehr hybrid denken, mehr heterogen. Ja? Dieses hier das Altersheim, hier das Krankenhaus, hier der Kindergarten, hier das Obdachlosenheim, hier das Studentenheim. Also dieses eigentlich noch der Moderne geschuldete, da die Wohnstadt, die Schlafstadt, da die Vergnügensstadt, die Arbeitsstadt und so weiter, das haben wir ja zum Glück überwunden. Ja, wir wissen, wir leben immer als ein Ganzer und nicht nur sind wir entweder die oder die, wir sind ja immer alles gleichzeitig. Also zu durchmischen, weil natürlich kann kein Anrainer Stimmung machen gegen ein Projekt, wo Studierende bereit sind, sich mit jemandem, der wohnungslos war, ein Bad zu teilen. Da kann ja keine Angst schüren. Nicht mal die FPÖ konnte damals dagegen Stimmung machen, weil das wäre ja lächerlich, dass sie sagen, wisst ihr, wie gefährlich und das müsst ihr verhindern und die Sandler und denkt an eure Kinder. Wenn dann die anderen, ja gut, aber Entschuldigung, Studierende und Wohnungslose, die leben da zusammen, teilen sich ihr Bad und die Küche. Und also das ist natürlich auch ein Trick, nur wenn es jetzt wirklich um, wie in den Vinzi-Dörfern, um Menschen geht, die schwerst obdachlos waren, sprich viele Jahre ihres Lebens auf der Straße und daher psychisch extrem und körperlich extrem am Sand sind, wo man morgens froh sein muss, wenn sie vielleicht oder am Nachmittag vielleicht mal in die Küche kommen, man oft nicht. Ja. Also wir reden hier über, sind auch in Graz mit Hospiz, in Wien soll auch ein Hospiz kommen. Also da reden wir über ganz andere Formen der Obdachlosigkeit. Da ist Durchmischung ganz schwierig. Aber Durchmischung ansonsten, wenn wir über die Unterbringung von Randgruppen denken, Unterbringung, auch so ein blödes Wort, über die Lebensräume von Randgruppen denken, ist Durchmischung ganz sicher eins der
Lösungsmittel, nein, Lösungswege, fast Allheilmittel, aber ganz sicher, nämlich auch hinsichtlich des Raumprogramms. Also nicht nur alte, junge, Studierende und so weiter, sondern auch nicht nur Wohn-Schlafraum, sondern auch Arbeitsraum. Also Winzirast mittendrin ist für mich das so ein gelungenes Beispiel, wo es ein Lokal gibt, wo es Werkstätten gibt, Veranstaltungsräume gibt, Dachterrassen, Hof, Laubengänge, Wohnräume, Gemeinschaftseinzelzimmer. Also so dieses totale, dass eigentlich noch für fast jeden was dabei ist. Marius, hat das deine Frage beantwortet? Ja, ich hätte eigentlich nur noch kurze Zwischenfrage. Ich will nicht zu viel Zeit wegnehmen. Wäre es irgendwie denkbar, wenn wir jetzt, ich weiß nicht, ob Sie das gemacht haben, haben Sie dann zum Beispiel Erfolgsprojekte gezeigt, damit Sie zeigen, also bevor Sie zum Bauen anfangen und bevor Sie Entwürfe machen, haben Sie den Nachbarn vielleicht Erfolgsprojekte gezeigt und gesagt, hey, schaut, das kann eh funktionieren und so. Würde das Ganze überhaupt einfacher werden oder gibt es da Leute, die einfach, egal was man da zeigt, die knicken nicht ein? Die sind so sauer, die sind beratungsresistent, aber selbst der Wiener Bürgermeister, bei dem wir waren, eben damals Häuptling, hat gesagt, nachdem wir gesagt haben, in Graz funktioniert es seit 10 Jahren hervorragend, bitte, da gibt es Erfahrung dazu, langjährige, hat dann gesagt, ja, was Wien ist anders, was in Graz funktioniert, muss in Wien noch lange nicht funktionieren. Also da kommen dann solche. Ich finde es zynisch, weil wir festgestellt haben, dass wenn es ums Lebensexistenzminimum geht, sich eher alles gleich outet. Rom habe ich gezeigt, Nürnberg, Wien und so weiter. Das kann man gar nicht, wenn dabei steht. Es ist überall gleich, mehr oder weniger. Aber ja. Wie gesagt, also völlig beratungsresistent, wenn es darum geht, es gibt gute Erfahrungen und schaut es dorthin und dorthin, redet mit den Anrainer dort, wie es ist, ja, nutzt alles nichts. Das nutzt nichts, aber zu schauen in der Anrainerschaft, Unterstützung zu finden, die es auch immer gibt. Nur das muss man rechtzeitig machen, bevor eine Gegenbewegung entsteht und idealerweise im Zwieaugengespräch. Okay, nächste Frage. Es gibt ein paar, die wurden schon beantwortet. Trübselige Ananas. Du musst deinen Namen ändern. Ja, es tut mir voll leid, ich schaffe das irgendwie nicht. Okay, aber ich verstehe es jetzt. Wo ich dich sehe, verstehe ich den Namen. Ja, das ist ein Anagramm von meinem eigentlichen Namen. Ne? Also, bitte, deine Frage. Ja, meine Frage war, also es gibt ja verschiedene Punkte jetzt, wo Einzelpersonen oder Büros oder die Uni oder was auch immer ansetzen kann. Und es gibt wahrscheinlich keine eindeutige Antwort, aber was sind so die effektivsten Hebel, die man da für Änderungen nutzen könnte? Sollte man politisch aktiv werden oder sollte man jetzt um das Auswahlverfahren von Projekten, ja, oder die Ausformulierung dann? Ja. Ich habe mir oft überlegt, Thema politisch, aber das ist nicht my business. Ich habe gelernt, nach dem Matura wusste ich, ich will Architektur studieren, habe aber dann erstmal eine Tischlerlehre gemacht, weil ich das wollte was mit den Händen machen und dann Architektur studiert und so weiter. Also ich habe es von langer Hand vorbereitet und ich weiß jetzt, was ich kann oder und auch, was ich gern können würde oder wo ich gern hin wollte. Immer im Bereich der Architektur, also mit anderen Worten, ich sage, ich habe eine Reichweite mit meinem Arm aufgrund alles, was ich gelernt habe und erfahren habe. Und wenn ich den kenne, dann kann ich Hebel in Bewegung setzen. Wenn die Hebel irgendwo anders liegen, dann wird es schwieriger. Oder also ich versuche mein Thema Architektur als Werkzeug zu verwenden. Da kann ich was machen, in der Politik schwieriger. Einmischen ja. Also immer sagen, wenn was nicht passt. Aber ich sehe meine Kraft nicht in der Politik. Ich sehe es eher in meiner Profession. Und da kann ich nur sagen, bitte empathisch bleiben, beziehungsweise mit offenen Augen auch durch die Stadt gehen, schauen, nicht warten, dass irgendwer mit einer Wettbewerbsausschreibung daherkommt oder mit irgendeiner Bauaufgabe, ja, sondern ihr seid die angehenden Spezialistinnen für Raum und für Stadtraum.
Und wenn ich durch Wien gehe, ich sehe genug Ecken und Enden, wo ich mir denke, da könnte man, da sollte man. Ja, wenn wir jetzt darauf warten würden, dass irgendein Magistratsbeamter, Beamtin sagt, da müssen wir jetzt einen Wettbewerb ausschreiben. Nee, wir haben ja die Kompetenz, die Stadt kritisch zu beobachten. Also macht es das jeden Tag, auf jedem Weg schauen. Und wenn man das Gefühl hat, da läuft was schlecht. Da unten gibt es, glaube ich, immer noch dieses Gitter vor der, habe ich diesmal gar nicht gezeigt, ja, vor der Abluft vom Billa, die direkt in die Wiedner Hauptstraße, eigentlich heißt das Platz, wie heißt der Platz? Aber Ecke Wiedner Hauptstraße, ja. Und Panigelgasse, genau, Billa, der Billa, unser Uni-Billa eigentlich. Ja. In dieser Nische, wo die warme Luft rauskommt, jetzt heute hat 7 Grad in der Früh, da saß es kalt war. Nicht aufwärmen können im Café. Dann hat Billa Gitter davor gemacht. Ja. Dann hat man es irgendwer geklaut und dann jetzt haben sie noch ein viel stärkeres Gitter davor gemacht und so weiter. Das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, hier studieren so viele junge Menschen Architektur und da geht es um Stadtraum. Ja. Billa mit den Warmluft im August, ja. Nee, aber jetzt könnte man Warmluft brauchen. Und da gibt es Menschen, die wollen und die können jetzt nicht mehr in der Nische sitzen. Was ein Scheiß, ja. Also das ist zum Beispiel etwas, ich habe es ein paar Mal probiert, bin halt immer wieder gescheitert, probiere es wahrscheinlich weiter. Aber ich wäre froh, wenn irgendwelche Studis auf die Idee kämen und sagen, so, das ist eine unhaltbare Situation, ja. Man könnte das Gitter als Bank umbauen, dann wäre immer noch genügend Freiraum, dass die Luft raus kann, aber man könnte sich draufsetzen, muss sich dann nicht mal auf den Boden setzen und könnte die warme Luft auch nutzen. Und die Menschen müssten nicht vor dem Eingang sitzen. Das ist für Billa wirklich nicht angenehm. Könnte man vorstellen, dass die neben Eingang sitzen und die Hand aufhalten im Regen. Es wäre doch schöner, wenn sie in der Nische sitzen und einen Hut hinstellen könnten oder und die warme Luft haben und so weiter. Ja, also sowas, da wird es nie eine Ausschreibung dazu geben, von Billa schon gar nicht, von der Stadt auch nicht. Also ich denke, solche Situationen, dafür werdet ihr hier eigentlich trainiert, hoffentlich ein Stück weit. Da könnten wir arbeiten dann. Das meine ich, sucht euch, kann städtebaulich sein. Wir haben vorhin hineingezoomt in, bis zu diesem einen Raum, wo wir dann auch eine Bank integriert haben. Das hat man, bin ich nicht drauf eingegangen, aber die eine Fassade entwickelt sich in die Horizontale zur Bank, nämlich zum Privatraum hin. Bank, sitzen im öffentlichen Raum, was ist das für ein schönes Signal? Ihr habt gesehen, die Bänke mit den, dieses Defensive, also defensive Architektur, Hostile Design, ja, gibt es genug in Wien, könnte man was tun. Jetzt fängt Wiener Linien an, überall diese Aufstehhilfenbügel, wie sie es nennen, ja. Dann könnte man dafür zum Beispiel nicht politisch, natürlich politisch, aber von der Architekturseite her kämpfen, dass jede Bank, wo es diese Aufstehhilfen gibt, muss es mindestens 3-4 Bänke geben, wo es es nicht gibt. Weil wenn ich das verglichen auf den prozentualen Nutzerinnenanteil der Öffis, sind vielleicht wie viel? 0, irgendwie oder 1 oder 5%, wurscht. Eine Minderheit braucht das Ding und der Rest braucht es nicht. Also wäre dann aus Architektur, Raum, Stadtraum, Sicht, könnte man argumentieren über Analysen, Recherchen. Es braucht mehr Bänke, die das nicht haben, damit Paare nebeneinander sitzen können und nicht durch einen Bügel getrennt sind. Ja? Oder wenn man schon das Liegen verunmöglichen will. Also Möglichkeiten genug, auch in Wien, vom kleinen Designobjekt Bank. Wenn ihr ans MAG denkt, die Fassade vom MAG zum Ring hin ist der Sockel. Das Sockelgesims, eine riesige Bank, die geht von der Angewandten bis zum Stadtpark, wenn man so will. Rund ums MAG herum kann man da sitzen. Ja. Ja, es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man mal umgegangen ist mit Architektur und mit, ich finde es sowieso furchtbar, man kann Studien machen, dieses ewige, hier ist die Grenzlinie ganz scharf zwischen privat genutzt, Privatwirtschaft und öffentlicher Raum. Da könnte man studieren, wie hier Zonen entstehen könnten, wie man
von mir aus subversive oder, keine Ahnung, Konzepte entwickeln könnte, wie dieses halb privat plötzlich oder halb öffentlich, wie man das mehr, gerade in Stadtneubau, Aspern, Seestadt oder Sonnenviertel oder und so weiter. Also ja, selber finden, selber schauen, finden, überlegen und dann mal anfangen. Und ich kann nur sagen, man kommt nicht mehr weg davon. Also jeder, es hört nicht auf. Ja. Wir haben 2002 angefangen und wir kommen da sicher Lebzeiten nicht mehr weg. Danke, Alex. Ich finde das gut, dass du das ansprichst, weil das ist auch Thema vom Modul und vom Entwerfen, diese Verantwortung. Also mit jedem Projekt, das ihr vorschlägt und in die Zukunft tragt, habt ihr eine Vision, eine mögliche Vision, die vielleicht gebaut wird, die vielleicht bewohnt wird. Und ihr habt eine große Verantwortung, eben Dinge zu ermöglichen oder eben auch zu verhindern. Und wenn euch das bewusst ist, dann kann man, jedes Projekt auf der Uni ist so ein Projekt. Auch wenn ihr strenge Vorgaben habt, ist es trotzdem an euch, eure Idee von einer besseren Zukunft in das Projekt reinzubringen. Ja. Okay, nächste Frage. Ich glaube, wir haben nicht genug Zeit, alle zu beantworten. Wir beantworten jetzt noch drei vom Chat. Soll ich der Reihe nach durchgehen oder nehmen wir die ganz dringenden? Da kriegst du jetzt keine Antwort. Gehen wir der Reihe nach durch. Gut, und ich mache es ganz schnell. Ich finde, also Marikita, bitte. Du bist die Nächste. Hallo, guten Tag von mir aus. Es tut mir sehr leid, wenn die Umgebung von mir laut ist, weil ich in der Exkursion bin. Ich wollte jetzt fragen, also Sie planen sozusagen, es gibt dieses Altenheim für Obdachlose. Oder sollte das geben, könnte es geben. Was wäre, wenn wir die jüngeren Obdachlosen auch mitbeziehen? Im Sinne von, dass sie mitbauen oder nachher im Altenheim arbeiten oder kochen, irgendwas pflanzen. Also, dass sie wirklich dort eine Arbeit finden, damit sie zum Beispiel eine Wohnung kriegen in einem solchen Dorf. Das gibt irgendwie den Menschen das Motiv mitzumachen und das kostet nicht viel Geld für die Regierung, weil wir sagen jetzt mal, man braucht Materialien, zum Beispiel Holzträgern, keine Ahnung, Dämmung oder sowas, aber ansonsten das Bauen geht von Studenten und Obdachlosen gemeinsam und die Institution zu behalten und damit sie auch weitergeht, braucht man keine Gehalte zu bezahlen von der Regierung aus. Der Ort gibt sich, aber ansonsten die Obdachlosen müssen selber irgendwie mitmachen, damit das alles funktioniert. Später könnte auch ganz gut sein, dass wenn man in seinem Lebenslauf, sage ich jetzt mal, hat, dass er 3 Jahre lang bei diesem Altenheim gearbeitet hat, da ergibt sich auch eine größere Möglichkeit, dass dieser Mann eine weitere Arbeit findet und dass er ein Teil der Gesellschaft wieder wird. Ja. Also wir finden auch, das ist eine gute Idee, wir haben das auch gemacht in allen Projekten eigentlich, wo es ging, wie du selber sagst, natürlich mit den Menschen, die ganz am Sand sind, geht es nicht, ja. Aber wir haben immer wieder Menschen aus den Notschlafstellen oder aus anderen Projekten die Möglichkeit angeboten, damit zu tun. Also mitmachen müssen geht nicht, weil die Menschen sind aus dem System gefallen. Jemand, der obdachlos ist und länger, ist, wenn man so will, aus unserem normalen Mehrheitsgesellschaftssystem herausgefallen. Da kann man nicht einfach sagen, du musst jetzt wieder im System funktionieren, weil da gibt es Gründe, warum es halt nicht geklappt hat. Ja, wir müssen es akzeptieren, dass es Menschen gibt in unserer Gesellschaft, die nicht so funktionieren, sage ich jetzt absichtlich, wie wir alle anderen auch. Das gibt es einfach. Aber die Möglichkeit, hier mitzumachen, dadurch Befähigung und vielleicht auch im Arbeitsmarkt auch wieder Chancen oder auch Geld zu verdienen und so weiter,
alles das ist sehr sinnvoll. Ich finde es eine gute Überlegung und wir machen das auch so und werden es auch weiterhin machen. Nachbarinnen, Studierende, Hochschülerinnen, also HTL, aber auch Menschen aus den Einrichtungen, die wir kennen oder selber betreiben. Ich bin auch Mitglied im Verein Vinzenzgemeinschaft St. Stephan. Also wir schauen immer, wer könnte da wo mitmachen. Da ist es nur wichtig, dass Augenhöhe entsteht, dass es nicht so diese, bei jeder Form der Partizipation ist es wichtig, dass Augenhöhe entstehen kann, also dass man nicht jemand eine Aufgabe gibt und ihn dadurch oder sie dadurch gleich überfordert, weil dann kommt keine Kommunikation, also ist das Miteinander gefährdet und damit das Ergebnis, was erzielt wird. Das wäre vielleicht noch ein Hinweis. Okay. Ich frage das nur ganz kurz. Ich sag das nur, weil ich komme aus Ukraine gekommen und ich sehe viele Menschen, die wirklich eine Arbeit suchen. Wir verstehen dich überhaupt nicht. Du musst dein Mikro nehmen. Hören Sie mich jetzt? Jetzt, ja, super. Okay. Ich frage nur deswegen, weil ich aus Athen komme und ich habe da viele Obdachlosen gesehen, die wirklich arbeiten möchten. Ja. Aber da, es gibt einfach keine Möglichkeit für den. Aber die suchen, die sagen, Essen, Wohnung oder Arbeit suche ich, brauche ich. Ja. Aber wie gesagt, haben Sie auch recht, nicht alle können sowas, ja, machen. Aber ich kann nur zustimmen. Also das ist sicher auch etwas, was willkommen ist in solchen Projekten. Ja. Danke sehr. Okay. Die nächste Frage ist von Lukas und von der Alsbetter. Ich nehme die Fragen gemeinsam, weil es geht um Belegung, Auslastung, Warteliste und dem Annehmen von den Räumen. Mag einer von euch da noch eine Frage dazu stellen? Nein, also es passt, wenn man es zusammen beantwortet. Okay, dann lasse ich den Alex die Frage beantworten. Ja, also Wohnplatz kriegt dort jemand, der sonst keine Chance hat in Wien auf Wohnplatz. Also das ist das Backup, wenn man so will, für jemanden, der auf der Straße war. Wenn dann überall rausgeflogen ist oder sonst nirgendwo angenommen wurde oder selber andere Einrichtungen nicht akzeptieren kann. Das sind so, das ist, wenn man so will, der Maßstab, weil wir niemanden mit dem Projekt einen Platz wegnehmen wollen, der vielleicht auch noch anderswo unterkommen könnte. Also ganz klar. Die Menschen, die dort sind, zahlen 15% ihres Einkommens. Wenn das Einkommen 0 ist, dann zahlen sie 0. Und wenn es 10 Euro sind, dann ist es 1,50 Euro. Also finden wir richtige Möglichkeit, nämlich auch deswegen, dass sie das Gefühl haben, ey, ich zahle ja dafür und immerhin 15% dessen, was ich zur Verfügung habe. Also ich habe auch, so funktioniert halt in Mitteleuropa unser Ding, nämlich alles, was einem gehört oder man mietet oder da muss man was dafür zahlen. Also machen wir das auch hier, aber eher damit ich das Gefühl habe, ich habe das Recht hier zu sein, das ist mein Zuhause. Die Auswahl erfolgt oder die Zuteilung, wenn man so will, über unsere Vereine, nahestehende, also Neunerhaus, Caritas etc. Also die sind alle vernetzt, alle Organisationen, die sich in Wien mit Obdachlosigkeit befassen, aber in dem Fall sind es halt oft auch Streetworker, die Menschen ansprechen, es gibt ja jetzt das Winzedorf, wollen Sie nicht vielleicht mal dahin gehen? Und dann auch das, es kommt immer wieder vor, dass Menschen einziehen, sich wahnsinnig freuen und nach ein paar Tagen oder Wochen doch wieder weg sind, weil sie sagen, sie halten es nicht aus, sie schaffen es trotzdem nicht. Ja. Das gibt es halt auch. Und es gibt Leute, die dann aber ein halbes Jahr später dann doch wieder kommen, weil sie finden, es ist doch noch das gelindere, das kleinere Problem, da zu wohnen, als irgendwo jetzt woanders. Also wir haben, und das ist im Prinzip meine Forderung an die Stadt Wien, wenn ihr, liebe Wiener Regierungsverantwortliche, es ernst meint, dass Obdachlosigkeit hier möglichst reduziert werden soll, dann müsst ihr mehr verschiedene Angebote machen. Ja, Housing First ist für den einen oder die andere genau das Richtige. Ein Übergangswohnheim, ein weiß nicht, es gibt sicher
aber es ist eben nie für alle. Wird es auch dann nicht sein, aber wir kommen dem sehr nahe, wenn wir möglichst verschiedene Angebote machen. Möglichst viele verschiedene Angebote. Das ist das einzige Rezept, wo ich sagen würde, damit erreichen wir möglichst viele Menschen, die auf der Straße sind, weil die sind noch verschiedener, ist meine Erfahrung, als wir, die wir glauben, dass wir alle so individuell unterwegs sind. Ja, wir, die wir wissen, wo wir heute Nacht schlafen oder nachher Mittagessen werden, wir ticken viel ähnlicher, viel massiger sozusagen als Menschen, die über einen längeren Zeitraum aus dem System gefallen sind. Die sind noch verschiedener. Was ist die Antwort der Architektur? Noch unterschiedlichere Raumprogramme, noch unterschiedlichere Hüllen und Wohnformen. Und dann habe ich eine Chance, wirklich maximal viele Menschen von der Straße wegzubekommen. Anders kann ich die Stadt nicht ernst nehmen, wenn die nicht langsam aufhört, sozusagen nach den Richtlinien, die es da nun mal gibt zur Wohnungslosigkeit und deren Behausung. Die Richtlinien müssen wir über Bord werfen. Und da sind wir wieder gefragt. Wir müssen mitwirken dürfen. Wie könnte denn ein alternatives Wohnangebot ausschauen? Was könnte man machen? Welches Raumprogramm? Welche Größen sind dafür gut? Wo sollte es sein? Und so weiter. Also ich denke, da wären wir und gerade junge Menschen die direkten Ansprechpartnerinnen für Regierungsverantwortliche der jeweiligen Stadt. Wieder, was wollen wir als Architekten erreichen? Nicht, was glauben wir erreichen zu können? Tja. Ich nehme als letzte Frage vom Chat. Die Frage von Philipp, das passt gut zum Thema. Im Anschluss eben Individualität, Traum, Identität, Entwerfen für unterschiedliche Individuen, vielleicht im Gegensatz zum Sozialraum. Philipp, hast du da noch eine Frage? Magst du da noch etwas dazu sagen? Ja, also prinzipiell der Gedanke ist halt, dass beim derzeitigen Wohnbaudiskurs einfach auch oft die Individualität gefragt ist, beziehungsweise dass es dann halt ein paar verschiedene Raumtypen gibt bei einem Wohnbauprojekt, einfach um verschiedenen Persönlichkeiten einfach auch gerecht zu werden. Und beim bereits vollendeten Projekt war ja jedes Zimmer gleich. Also meine Interpretation war dann einfach deswegen, damit eben auch alle gleichwertig sind und keiner irgendwie benachteiligt wird, der dann im Endeffekt auch dort wohnt. Jetzt vom neueren Konzept ist man ja vom Rechteck weggegangen. Es gibt einen zusätzlichen, noch privateren Rückzugsbereich. Und da wollte ich eben fragen, ist das eben auch der Hintergedanke, dass man eine bessere oder eine andere Raumidentität schafft? Oder ist das auch ist das ein Prototyp, ist das die einzige Form oder gibt es da abgesehen von der Möblierung auch andere Varianten? Aktuell glauben wir, dass man den Prototyp spiegeln kann. Das ist dann schon mal ein bisschen anders, aber es ist wirklich anders, wenn man sich schon am Plan anschaut. Das andere ist dieses Weggehen vom Rechteck, das habe ich vergessen zu sagen, wenn ihr euch mal die längste Diagonale anschaut, die ist urlang. Also ich kann sozusagen mehrere Schritte im Zimmer gehen, wenn ich will, als wenn ich im Rechteck bin. Also ganz, ganz praktische Dinge. Aber zu deiner eigentlichen Frage, es gibt zwei Punkte. Das eine ist die Neiddiskussion. Warum kriegt der das und ich krieg das, wenn man unterschiedlich ist? Ja, dann sagen wir aber immer, naja, Entschuldigung, der ist so schlecht beieinander, der kann nur den Rollstuhl und deswegen braucht er das barrierefreie größere Bad. Ja, wenn du mit dem tauschen willst und auch so schlecht beieinander sein willst, dass du einen Rollstuhl brauchst, nicht mehr gehen kannst, dann kriegst du auch ein größeres Bad. Also das ist dann unsere Argumentation sozusagen. Auch in der Neiddebatte überhaupt. Warum tut man Flüchtlingen so tolle Heime bauen? Bin ja nicht der Meinung, aber selbst das, was sie haben, wird noch von vielen Emus hackeln von morgens bis abends und kriegt 800 Euro für einen Monat und so weiter. Und die kriegen es hinten reingeschoben. Ja, schwierig. Wie geht man damit um? Aber mein Zugang grundsätzlich wäre, wenn du mit denen tauschen möchtest, ja, dann begeb dich auf die Flucht, ja, mach irgendwas, ja, geh nach Schweden oder so, die zahlen noch mehr. Wurscht, also ich mag mir eigentlich nicht einlassen, aber diese Idee der Neid,
Geschichte, deswegen alles gleich, würde ich im Zweifel unterordnen dessen, was wir festgestellt haben, nämlich unterschiedliche Bedürfnisse. Und je unterschiedlicher, je besser. Also wir können uns vorstellen, dass dieses Prototypmodul, wir können es spiegeln, wir können es in anderen Materialien bauen, wir können die Schere ein bisschen weiter auf- oder wieder zumachen oder dann überhaupt vielleicht auch so welche noch vom Winzedorf Wien dazustellen. Also unterschiedliche, ja. Nur ich glaube halt, weil ich immer an das Bessere und Schlechtere glaube, nicht an das Gute und an das Schlechte, aber besser und schlechter. Ich glaube, dass man jetzt ziemlich auf dem Weg des mehr geht fast nicht mehr sind, aufgrund dieser langen Destillation. Aber ja, man kann es anders machen. Anders finde ich immer gut. Und das kann dann ruhig auch mal wieder Kiste sein, ja, weil für den anderen ist vielleicht die Kiste doch besser. Wir machen uns da als Architekten 1000 Gedanken und der andere sieht die Kiste und will in den Rechteckgrundriss. Ja. Also ich glaube, muss sein, dass wir uns intensiv mit unserer Profession, unseren Werkzeugen auseinandersetzen mit so einer Situation. Aber ich denke, man kann auch irgendwas mal anbieten, wenn man denn das mit der entsprechenden Zuwendung macht. Es muss nicht immer das Beste und das Optimalste sein. Wichtig ist, dass was passiert. Also lieber ist es vielleicht, aber falsch habe ich in dem Kontext noch nicht gesehen. Falsch wäre zu sagen, es geht mich nichts an, es betrifft mich nicht, dafür gibt es die Caritas. Aber auch das ist okay, wenn jemand sagt, mich berührt es nicht. Wir machen das ja deswegen, die Ulrike, ich und unser Büro, weil uns das berührt. Ja, uns interessiert das und deswegen machen wir das. Und das, was wir da zurückkriegen, ist es allemal auch wert, auch wenn es kein Geld ist, also wenn es nicht honoriert wird in dem Maße. Aber es berührt uns. Also lieber jemand, der sagt, ich mit dem ganzen Thema will nichts zu tun haben, ich will nach wie vor Opernhäuser bauen und Flughäfen. Ich glaube auch nicht, dass der dann gut wäre, sich hier einzubringen. Ich glaube ja, dass ganz wichtig ist, dass wenn wir Architektur machen, dass wir immer schauen, bei jedem Projekt, bei jeder Bauaufgabe, wo interessiert es mich denn persönlich im Kontext? Ich glaube, das Wichtigste erfahrungsgemäß ist, dass jeder Student, jede Studentin einen persönlichen Zugang hat zur Aufgabenstellung, zum Projekt, zur Bauaufgabe, zum Ort, zu den Nutzerinnen, zu irgendeinem Aspekt, wovon dann das Projekt, der Entwurf beseelt wird. Wenn es euch nicht gelingt, einen direkten persönlichen Betroffenheit, Bezug herzustellen, dann würde ich lieber die Bauaufgabe ablehnen oder bei wem anderen ein Projekt machen, wie auch immer. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dieses Persönliche, auch wenn wir noch so professionelle Dienstleister sein könnten zumindest. Darf ich noch einen Kommentar geben? Sicher. Ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass nur der gleiche Grundriss heißt nicht gleichwertig. Weil gleichwertig ist irgendwie verständlich, dass man die Wertigkeit von dem Raum für jeden gleich hochwertig herstellen will. Aber wie der Raum angenommen wird, ist ja eine persönliche Sache, Wahrnehmung. Und das hat nicht unbedingt mit der Geometrie vom Grundriss zu tun, weil wir sind ja auch verschieden. Wir kommen aus einem unterschiedlichen Kulturkreis. Ja. Wir haben unterschiedliche Formen. Und das muss man vielleicht einbeziehen. Der andere Aspekt, das ich sagen wollte, ist, der Alexander ist darauf eingegangen, dass eigentlich ein rechteckiger Raum, wenn er dasselbe Fläche hat oder Volumen hat, immer kleiner ist als ein Raum mit unterschiedlicher Geometrie. Da gibt es psychologische Untersuchungen und das hat etwas zu tun mit der Sichtachse und mit dem Winkel, den man wahrnimmt und sieht. Je vielfältiger man irgendwie den Raum wahrnimmt, umso mehr muss das Gehirn arbeiten und umso länger braucht man oder umso größer wirkt der Raum. Da gibt es psychologische Untersuchungen schon aus den 60ern oder 70ern. Aber mit dem normalen Menschenverstand verstehe ich das schon, weil rechteck bin ich gewohnt. Alles, was ich gewohnt bin, kann ich ganz schnell überschauen. Und wenn ich etwas schnell überschauen kann, dann ist es das. Ja. Das ist ja auch genau das Problem. Warum wählen so viele Menschen blau in den ländlichen Regionen in, weiß nicht wo, Oberösterreich? Nämlich dort, wo die wenigsten Menschen hingeflohen sind. Ja. Das Unbekannte. Wir mögen das Unbekannte nicht. Wir lehnen das ab, ja, weil da sind wir unsicher, da kennen wir uns nicht aus. Das gleiche Thema, ja, im Prinzip. Ja.
Das heißt, wenn ich einen Raum mache, der unbekannt ist, dann möchten wir jetzt natürlich nicht, dass man den ablehnt, aber dadurch, dass er ungewohnt ist, kann ich ihn nicht überschauen. Flüchtlinge sind ungewohnt, kann ich nicht überschauen, lehne ich ab. Beim Raum führt es dazu, dass er größer wirkt. Und den kann ich ja dann noch lieb gewinnen. Mit Raum ist ja nicht so gefährlich, der macht mir ja nichts. Flüchtlinge könnten mich, weiß nicht, könnten böse sein in der Nacht oder so, diese klassischen Befürchtungen. Aber ja, das ist natürlich das Thema, bekannt und unbekannt. In dem Moment, wo ich möchte, dass etwas größer wirkt, brauche ich nur ein bisschen aus der Werkzeugkiste, das machen wir es mal anders. Achso, noch zu deiner Frage, ganz wichtig, wir wollen es seriell machen, weil es dann einfach günstiger wird, viel günstiger und deswegen vielleicht dann doch wieder nicht so viele, aber deswegen sich mehr Gedanken drüber machen, wie habe ich mehrere Möglichkeiten, ihn zu möblieren. Also wenn ich etwas seriell mache, ist ja gleichzeitig die Gefahr, dass ich einen Fehler, den ich mache, gleich 100-mal mache und damit wird er viel größer. Und deswegen auch so diese Auseinandersetzung, diese intensive wegen einem Raum und einem kleinen Gebäude, aber in dem Moment, wo ich es seriell herstelle, ja, das war vielleicht noch Überlegung. Dankeschön. Die letzte Frage. Dankeschön. Danke dir. Bekommt jetzt die Karina Sacher? Die bittet ein Entwerfen an der TU Wien an. Ich glaube, es sind auch ein paar Studenten von ihr bei uns dabei. Und sie ist da mit der Monia, mit der Marlene. Und da gibt es noch ein oder zwei Fragen zum Alex zum Thema. Bitte. Genau. Vorerst danke für die Einladung, dass wir diese Synergie gefunden haben, weil wir unser Kickoff am Montag in der Winzigast mit dem Bring gemacht haben, mit einer guten Ausführung und einer Diskussion mit einem ehemaligen Bewohner der Winzigast. Genau, aber ich glaube, Alex, du hast sehr viele Punkte angesprochen, die auch für uns in dem Entwerfen sehr wesentlich sein werden. Also wir beschäftigen uns ja mit der Wohnungslosigkeit und vor allem auch den Angeboten und Strukturen in Wien, die vorhanden sind. Und genau um das geht es, dass ja eigentlich das viel breiter gestreut werden muss. Man erkennt einfach, wie unterschiedlich Wohnungslosigkeit ist, das Phänomen an sich, woher es kommt, die Parameter daraus und eben die individuellen Bedürfnisse, die eigentlich da gedeckt werden müssen und wieder gefunden werden müssen. Genau, und bei uns geht es dann eigentlich in erster Linie ab nächste Woche eigentlich schon ins Feld, also wirklich die Beschäftigung mit den Orten, mit den Personen und parallel dazu eben, dass wir das Aufarbeiten auch mit dem Eintauchen in den Wohnungsmarkt. Das bedeutet, dass Lisa strukturiert und eben, was du im Eingangs ja auch alles erzählt hast eigentlich, wie sieht der private Wohnungsmarkt aus und dann die Zugänge und Zugangsbeschränkungen etc. Also das ist ein breites Feld und genau, ich würde eigentlich, das, was mir sehr gut gefällt, auch bei dem letzten Projekt, ist auch, dass diese Individualität gleichzeitig durch dieses zirkuläre Bauen auch nochmal hineinkommt. Das Individuelle, diese Patina eines Materials. Darum frage ich mich auch natürlich dieses Übersetzen dann in eine Standardisierung oder dann dieses mehr produzieren von diesen Modulen, damit es billiger wird, verliert es vielleicht diese Patina oder kann es dann doch irgendwo diese Modulbauweise auf eine rationellere Art und Weise trotz oder gerade mit diesem zirkulären Bauen stattfinden. Eigentlich diesen Charakter, glaube ich, gerade für Personen, die eben obdachlos lange Zeit waren, die irgendwo die Materialien auch sammeln und auch wie ihren Besitz natürlich wahrnehmen, was sehr stark für diese Räume dann auch spricht. Serielle Produktion muss nicht Hartlhaus heißen. Ja. Wieder Studierende und auch wieder anknüpfend an die eine Frage, die wir vorher hatten, schon ein paar Fragen vorher. Was können wir machen als Studierende zum Beispiel? Zwei unserer Studenten, in dem Fall nicht Frauen, sondern Männer,
haben jetzt eine Halle angemietet, die früher Zimmerei war, und wollen dort mit diesem Grundriss, wenn man so will, mit diesem Haus ein Startup aufbauen zum Thema Vorfertigung und diese Bauaufgabe und so weiter. Das heißt, die Studierenden, die da jetzt mitgewirkt haben, die sind kurz vorm Diplom, wahrscheinlich machen sie auch ihre Diplomarbeit dazu, tragen jetzt das aus der Hochschule in die Wirtschaft und machen da jetzt eine Vorfertigung der besonderen Art, nämlich ich versuche zu optimieren, weil es geht immer um Geld, aber schmeißt dabei will haben und andere Dinge nicht raus, sondern ich bin sicher, jedes Häuschen, auch wenn es vorgefertigt ist und die Nummer 50 von 100 trägt, wird dann anders aussehen, wenn die das mit ihrem System machen. Also ich glaube, wir müssen auch in der Wirtschaft viel mehr dieses Thema, das Feld aufmachen, nämlich selbst wenn ich eine Serie baue, heißt nicht, ich muss alles neu machen. Es gibt vielleicht irgendein Produkt, Abfallprodukte, Überbleibsel, wo ich das in die Serie einbeziehen kann. Also wir müssen Wirtschaft neu denken, wenn man so will, Bauwirtschaft allemal, weil wir hatten bisher nur Baumärkte, außer jetzt die Materialnomaden und ein paar andere. Das waren ja Nischen sozusagen. Willhaben ist jetzt ein riesiger Markt, wo ich zum Teil auch Neues, aber meistens ist Gebrauchtes. Also ich habe jetzt einen riesigen Baumarkt, wo ich mit wenig Aufwand arbeiten kann. Und das am Ende muss das auch in die Serie und in die Wirtschaft einfließen, wenn wir das Thema Ressourcenschonung und so weiter ernst nehmen. Also sagen will ich, es heißt ja nicht, dass alles so laufen muss wie bisher. Im Gegenteil, durch euch, und deswegen glaube ich, bist du so gern mit Studierenden, ich auch und die Sandra wahrscheinlich auch, ihr entscheidet, wie es künftig weitergehen wird. Ja. Also ihr habt in ein paar Jahren euer Diplom und dann seid ihr die, die sagen, naja, Architektur und selbst serielles Bauen in der Architektur schaut dann so oder so aus. Ihr habt unheimlich viel, unterschätzt es nicht. Ihr seid die Zukunft, ja, und das ist der Punkt. Ja. Gebe gleich weiter an euch. Ja, also ich finde, also auch zum letzten Projekt wollte ich was fragen. Also ich finde das echt super und halt auch die Idee eigentlich, dass man so viel wie möglich in so einem kleinen Raum unterbringen kann. Und auch das von Vinci Rast das Projekt toll, was halt leider nur für 24 Leute dann halt möglich wird. Und weil sie ja eben über die serielle Produktion gesprochen haben und dass man das dann also in Katastrophen so wie jetzt Überflutung oder so, ist auch wieder ein ganz anderes Thema, glaube ich, weil die Leute ja im Beruf sind und im Leben sind, im Normalfall, die jetzt was verloren haben. Aber wenn man das jetzt Obdachlosen zur Verfügung stellen würde und jeder dann sein eigenes Häuschen auf der Straße bekommt, da fehlt ja dann auch wieder die soziale Betreuung. Und wo ich mich halt frage, ist da nicht die Gefahr einfach da, dass es von der Stadt aus so als Problem erledigt gesehen wird? So jetzt sieht man die nicht mehr, so wie halt, keine Ahnung, man merkt es halt jetzt auch viel mit Masken tragen und so, damit das in der Gesellschaft halt auch aufrecht bleibt, damit sichtbar bleibt, wo die Obdachlosen, die auf der Straße sind, sind halt dann sichtbar und irgendwie das Problem der Stadt. Und aber mir fragt von diesem, wenn jeder dann so sein eigenes Häuschen hätte, das ist ja dann auch wieder keine Anschrift, damit kann man sich ja dann auch wieder keinen Job holen, ob dann nicht einfach nur von der Stadt halt irgendwie noch mehr weggeschaut wird, weil sie jetzt dann nicht mal mehr sichtbar sind, sondern die haben ja jetzt ihr Haus. Also wie gesagt, das Häuschen in der Gemeinschaft ist mir ja schon wichtig, ja, aber ich hätte jetzt nicht einmal ein Problem, wenn irgendeine Stadt sagt, das Häuschen ist cool, es gibt seriell von meinen zwei jetzt Diplomabgängern, vorfabriziert, kostet wenig, wir kaufen zwei, stellen sie da hin und dann kann da wer wohnen. Alles gut, alles besser als für die einzelne Person das tägliche Überleben und da geht es wirklich ums tägliche Überleben, jetzt auch Richtung Winter noch wegen der Kälte, aber auch wegen der Psyche. Wie oft haben wir gehört in der letzten Zeit, dass obdachlose Menschen von irgendwelchen Arschlöchern wirklich, kann man hier sagen, angezündet werden? Oder ja, es ist lebensbedrohlich von Tag zu Tag, von Nacht zu Nacht. Also ja, ich bin wirklich der Überzeugung, jede Form von der Möglichkeit, die Straße zu verlassen, sollte mal angeboten werden. Was sich dann bewährt, wird man sehen. Es gab auch hier die Frage, inwieweit wir das in dieser sogenannten partizipativen Entwicklung mit betroffenen, obdachlosen Menschen jetzt so einen Grundriss entwickeln. Da kann ich nur sagen, wir haben es öfter versucht, das ist fehlgeschlagen. Wir glauben, es liegt daran, dass es
Menschen, die lange auf der Straße waren oder überhaupt die obdachlos sind, haben mit der Zukunft ein Problem. Das ist unsere Erfahrung. Ja. Du kannst super reden mit ihnen über die Vergangenheit, kriegst dann oft von einer und derselben Person zum einen Thema unterschiedliche Geschichten, die verändern sich. Also die Vergangenheit stellt sich, aber da redet jemand auch gern drüber, der von Perspektivlosigkeit getroffen ist, über den Alltag, geht auch noch über die Zukunft, ganz schwierig. Also wir haben es noch nie geschafft, Augenhöhe herzustellen im Entwickeln von künftigen Projekten mit den künftigen Nutzerinnen. Da verlassen wir uns eher auf die Empathie, auf die langjährige Erfahrung und den Austausch mit Menschen, die das hauptberuflich oder auch ehrenamtlich seit Jahren begleiten, solche Projekte. Aber ich möchte nicht sagen, dass es unmöglich ist. Vielleicht findet immer wieder versucht, studierende Menschen auf der Straße zu interviewen oder auch zu begleiten, manchmal tagelang bei ihrem Alltag. Das klappt mehr oder schlecht. Bisher war es nicht wirklich erfolgreich, über diese Form dann Input, Briefing zu kriegen, wenn man so will. Klassisches Bauherrnbriefing. Da muss man schon eher beobachtend unterwegs sein. Aber heißt nicht, dass es immer fehlschlägt. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Menschen, der wohnungslos war, der vielleicht Architekturaffinität hat. Ja. Keine Ahnung, mit dem man das machen könnte. Wir haben bisher da keinen Erfolg gehabt. Aber ich weiß, wie man es angefangen hat bei mir überhaupt alles mit Bauen von Nistkästen als Kind. Ja. Kein Internet zu der Zeit, zu alt inzwischen. Eine Meise sehend, von mir aus Kohlmeise, wie groß ist die? Dann doch nachlesen, wie ein Flugloch, man weiß, Höhlenbrüder, jetzt baue ich mal so eine Kiste. Das waren meine ersten Planungen, meine ersten Gebäude für Lebewesen, waren als Kind Nistkästen für Meisen oder andere Höhlenbrüder. Und dann zu beobachten, ja, nämlich wirklich machen, nicht nur planen, machen, hinhängen und dann schauen. Und dann braucht man Geduld. Und dann sieht man, okay, die kommt, schaut kurz rein, fliegt wieder weg. Irgendwas passt nicht. Irgendwas haben wir da nicht richtig gemacht. Ja. Dann runternehmen, verändern, wieder aufhängen, wieder schauen. Und irgendwann, das größte Glück, da werden Junge hochgezogen da drin im Frühjahr oder so. Also für mich ist es oft die Arbeit, die ich heute mache, die Arbeit meiner Kindertage. Nämlich nachdenken, beobachten, bauen. Bauen ist ganz wichtig, dass man es probieren kann, evaluieren kann und dann lernen draus und das Nächste. Oder das dann verändern. Architektur, planen und dann hat man es am Punkt und dann ist es das Tollste überhaupt und das glaube ich nicht ganz. Das ist schon immer wieder probieren, besser machen, wieder probieren. Probieren und studieren. Und bauen und probieren. Danke für dieses tolle Schlusswort. Wir müssen leider Schluss machen, weil der nächste Vortrag ansteht. Also nochmal herzlichen Dank an den Alex und an alle, die mitdiskutiert haben. Dankeschön. Tschüss euch.